Einen wunderschönen guten Tag zur zweiten Folge unseres Fatal Five Cast. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Natürlich sind meine anderen Leute auch wieder mit am Start. Aber diesmal sind wir nur zu viert. Ja, wir haben können uns ja mal vorstellen. Wir haben den Hergi verloren. Der hat sich verlaufen. Nein, Spaß beiseite, da kann heute nicht. Da ist. Ihm ist was dazwischen gekommen. Rum, rennt zu unserem Sofa. Nein, Spaß beiseite. Ihr wollt Wrestling-Infos, ihr kriegt Wrestling-Infos. Michi, du dein. Genau, also eröffnet wurde die Ausgabe mit dem Anlass des Martin Luther King Tages. Danach wurde natürlich eine Promo von Paul Heyman und Brock Lesnar veranstaltet. Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß schon gar nicht, was ich zu diesem Bullshit Brock Lesnar sagen soll. Darf ich anfangen? Na, immer doch. Gerne. Zu sagen, es wurde eine Promo von Paul Heyman und Brock Lesnar abgehalten, ist ja so schon ein Witz. Ja. Weil wenn Brock Lesnar mal das Mikrofon in die Hand nimmt, dann kommen zwei Worte aus dem Mund, beziehungsweise drei, und das ist Suplex City, Bitch. Das ist richtig. Richtig. Und vor allen Dingen, ich will nicht wissen, welche Klauseln dafür in seinem Vertrag stehen. Wahrscheinlich kriegt er für eine Promo auch nochmal $760,000. Ja. Also ich vermute ja, dass Brock Lesnar pro Wort, was er bei einer Promo sagt, extra ein paar hundert Euro verdient. Wenn nicht sogar eine halbe Million. Sonst würde er das wieder was nie tun. Ja gut, aber zurück zu Promo-Gott Paul Heyman. Der könnte sich für seinen Klienten meines Erachtens aber auch langsam mal was Neues einfallen lassen, weil die No-Spoiler-Story ist echt auch langsam sowas von hart ausgelutscht. Und ich bete ja immer noch, dass er tatsächlich keine Zeit hat, seinen Titel zu verteidigen bei WrestleMania. Und wir am Sonntag, also quasi heute, wenn ihr das hört, gesagt kriegen, nö, wir geben Finn Balor den Titel. Das wäre was, aber dann bitte auch als Demon. Ja, wir alle hoffen ja, dass der Demon Balor bei Royal Rumble morgen, also wenn ihr das Video seht, heute das Match bestreiten wird. Aber es wurde ja auch schon ein bisschen dementiert, dass der Balor Demon auftreten tut. Ja, aber vielleicht lernt ja die WWE da draus und bringt dann doch eine Überraschung und haut ihn dann doch da rein. Eben wollte ich sagen, dass sie einfach ablenken wollen mit dem, dass er nicht kommt, aber dann trotzdem kommt. Ja, das Problem, was ich halt sehe, ist dieses, dass Vince das ja für große Momente aufheben will. Und das ist ein großer Moment. Ja, ich weiß nicht, ob der Rumble als einzelnes Produkt groß genug für Vince ist. Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Naja, es wäre was Großes für Finn Balor. Da unterstütze ich dich. Also bin ich voll bei dir prinzipiell, aber wir kennen ja Vince. Ja, ich befürchte still und leise, dass wir frühestens zu WrestleMania den Demon wiedersehen werden. Aber vielleicht hat ja Triple H seine Hände im Spiel. Die machen ja momentan, glaube ich, ziemlich viel, was man bei SmackDown noch ein bisschen merkt mit den Matches. Deswegen, vielleicht hat der Triple H seine Hände im Spiel und macht da was draus. Und man muss ja dann noch dazu sagen, es ist eine lange Zeit, bis das Match, denke ich mal, kommt zwischen Lesnar und Baylor, wo er den dann bemalen werden kann. Also, die haben genug Zeit, aus dem normalen Baylor den Demon zu machen. Aber wie gesagt, alle Spekulationen, ob es wirklich passiert. Ja, aber es wäre auf jeden Fall ein Vorteil, wenn er da ist. Ja, vor allen Dingen pusht man damit, glaube ich, einfach auch nochmal die Publikumsreaktionen, weil Finn Balor alleine zieht natürlich unheimlich Reaktionen auf sich, aber ein Demon Balor heute würde, glaube ich, nochmal gut 10-20% obendrauf legen. Da muss man tatsächlich Vince mal Props aussprechen. Das hat er ganz gut hingekriegt, mit dem wir lassen den Demon so lange verschwinden, bis ihn die Menschen schon wieder fast vergessen haben und dann aus dem Nichts kriegen wir ihn einfach zurück. Ja, das hat er echt gut hinbekommen. Ja, das war ja beim SummerSlam letztes Jahr. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der für so einen Mini-Auftritt im Prinzip... Ja, vor allem nicht gegen Baron Corbin. Dann hätte ich vielleicht für, keine Ahnung, so einen Gegner wie Braun Strowman oder Brock Lesnar gedacht, aber nicht Baron Corbin. Ja, aber wie gesagt, es hat funktioniert. Das hat in dem Match so hart für Pops gesorgt. Von daher, Pops an Wins. Aber jetzt mal, denke ich, weiter im Geschehen, weil... Was ich aber noch kurz sagen will, man geht ja momentan davon aus, dass Finn Balor einen kleinen Push bekommt. Vielleicht fängt er ja da an. Oder geht da weiter mit dem Titel. Boah, nice. Also,
so richtig sagen, dass Brock Lesnar gewinnt, kann ich momentan tatsächlich nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich würde eher sagen, dass Lesnar verteidigen wird, also das ist mein Tipp. Na gut, aber in der Promo kam dann auch Braun Strowman raus, der natürlich da auch sein Wort hatte und sozusagen leicht gesagt hat, dass Braun Strowman, dass Finn Balor doch eh keine Chance gegen Brock Lesnar hat. Ja, und vorher kam aber nochmal Vince McMahon und hat die Promo von Heyman unterbrochen. Und dann hat er über den David und Goliath gesprochen, dass der Baylor das sozusagen der David ist und Lesnar der Goliath. Und dass Baylor null Chance hat gegen einen Lesnar. Das war promosegmentmäßig die beste Promo seit Ewigkeiten, weil dieses Thema an sich hat sich ja über die ganze Sendung gezogen. Das hat ja alles damit angefangen, dass man erst die Pro-Seite von Goliath ausgepackt hat. War ja der Job von Vince, alles kein Thema, war richtig gut. Und irgendwann kommt ja dann Finn Balor dazu und dreht die komplette Geschichte einfach mal um. Richtig gut gemacht, aber eben nicht sofort, sondern man lässt das ein bisschen laufen. Und irgendwann kommt dann der kleine David in Anführungsstrichen und ja, stellt seinen Standpunkt klar. Ich fand das geiles Segment, auf jeden Fall. Zumal Finn Balor ja auch echt nicht schlecht am Mic ist. Also so eine Promo zwischen Finn Balor und Paul Heyman könnte ich mir echt oft geben. Das ja, und Balor ist ja auch nicht schlecht im Ring. Der hat ja auch schon bewiesen, dass er gegen solche Leute wie Lesnar antreten kann. Hat er ja bei dem Match gegen Braun Strowman, wo wir nachher noch zukommen, auch bewiesen, dass er gegen so ein Monster bestehen kann. Also fassen wir zusammen, die Promo war wieder das typische, du kleiner Wicht, was willst du eigentlich hier? Du hast doch eh keine Chance gegen uns Viecher. Und ich hoffe immer noch, dass wir am Sonntag, also heute Abend, wenn ihr das hört, erleben werden, dass der Kleine eben doch eine Chance hat. Aber ganz kurz noch zu der Promo. Das Geilste fand ich tatsächlich mal wieder die Gesichtszüge von Vince, als er sich da die Rede von Finn Balor angehört hat. Wie er einfach nur da steht und sich denkt, kannst du, kleiner Wicht, einfach fertig sein und deine Klappe halten. Ja, das macht Vince schon ziemlich gut. Dann hat er mal letzte Woche die Sache mit der Limo, jetzt hat er die Promo. Ich frage mich, was dann nach dem Rumble kommt. Ja, er hat ja schon gesagt, Braun Strowman, wenn Lesnar danach immer noch Champion sein sollte, wird er ihm so wie McMahons Limousine in Stücke zerreißen. Ich bin echt mal gespannt, was da noch so kommen wird. Vielleicht gewinnt auch ein Strowman ja den Chamber. Aber das ist auch noch lange Zukunftsmusik. Da weißt du ja noch nicht mal, ob irgendeiner von Raw den Rumble gewinnt, weil dann wird es kein Chamber-Match geben. Ja, davon gehen wir aber aus. Dann wird man eher den WWE-Championship im Chamber sehen. Aber das ist noch lange Zeit hin. Ja gut, ja. Danach der Promo ist, also während der Promo ist dann sozusagen auch das erste Match des Abends entstanden, wo Vince McMahon dann angesetzt hat zwischen Baylor und Braun Strowman, wo Finn Baylor nach Disqualifikation gewonnen hat, weil ihn Brock Lesnar einen F5 verpasst hatte. Yay, ja. Brock Lesnar kriegt $760,000, er hat einen F5 gezeigt. Entschuldigt, ich kann nicht. Aber es war meiner Meinung nach auch kein schlechtes Match, man hat Finn Baylor ein gutes Standing gegeben. Braun Strowman hat man auch gesehen, dass er auf jeden Fall fit ist. Und es war ein ansehnliches Match für den Anfang der Show. War zwar relativ kurz. Ja, 8 Minuten sind nicht kurz. 8 Minuten 6, keine Ahnung. Ja, verhältnismäßig kurz. Nicht allzu kurz, aber auch nicht gerade lang. Ja, für ein Aufbaumatch, sagen wir mal mittelmäßig. Also fürs Erste quasi in der Show. Und allein für diesen F5 kann man schon denken, dass hier vielleicht ein Demon auftreten könnte. Wegen einem Move denke ich jetzt nicht. Da muss schon mehrere Faktoren kommen. Aber man weiß ja nie. Letzte Woche hat ja auch ein bisschen Aufbau da. Wenn man bedenkt, dass man damals bei Baron Corbin den Demon gar nicht aufgebaut hat, dann kann der schon ziemlich aus dem Nichts kommen. Das ist wahr. Ja, aber ich denke, wir bewegen uns jetzt schon wieder viel zu sehr in der Spekulationssparte. Wir haben ja Gott sei Dank den Vorteil, dass unsere Folgen sonntags kommen. Wir werden nicht mehr allzu lange warten müssen, um die Antwort zu kriegen. Ja. Ich habe da Bock drauf auf jeden Fall. Ich auch. Ich auch. Dann war dieses Match natürlich rum und Dann kam der neue Intercontinental Champion raus. My man, Bobby Lashley. Entschuldigung. Ja, sie haben dann sozusagen rumgepost, was ich auch lustig fand, dass Leo Rush den Titel bei Bobby Lashley nicht richtig um die Hüfte bekommen hat. Aber ist auch wieder ein anderes Thema. Der war ja ziemlich schief. Aber man hat auf jeden Fall so ein kleines Post aufgemacht und später kam auch Apollo Crews dazu und hat sich dazugesellt. Dazugesellt? Hat er sich verkauft, ja. Ja. Ja, und da hat dann Apollo Crews gesagt, dass kein Fan Geld dafür bezahlen würde, nur um ihn posen zu sehen. Also seine Posen hier zu machen und drum zu faxen.
Ich habe nur auf die eine Pose von Lashley gewartet, wo er sich wieder auf den Arsch schaut, aber das kam er zum Glück nicht. Das Problem ist, was ich an dem Segment noch nicht so ganz verstehe, nicht, dass es in irgendeiner Form schlecht war, was ich nicht so ganz verstehe, ist tatsächlich, was hat man jetzt auf einmal wieder mit Apollo Crews vor? Ich weiß es nicht, aber wenn wir jetzt wieder in die Richtung Spekulation gehen, was ich eigentlich nicht will, dann weiß ich nicht, ob Apollo Crews in der späteren Zeit eine wichtige Rolle in dem Ranking spielen würde, wenn dann zum Beispiel Kevin Owens zurückkommen würde. Ja. Wenn man jetzt mal weiterspinnt, wenn Kevin Owens tatsächlich, wie ja die meisten vermuten, weil es anders eigentlich keinen Sinn macht, als Face zurückkommt. Du meinst so zuerst eine Verbindung zwischen Apollo Crews und Kevin Owens? Das weiß ich nicht, das glaube ich aber auch nicht, weil Kevin Owens ja mit Sami Zayn eine Verbindung hat. Ja, aber der ist ja, aber da ist ja auch schon wieder irgendwie irgendwas geplant mit den beiden, dass sie sich wieder trennen oder so. Ja, darüber will ich jetzt nicht reden, da will ich mich wieder auskotzen. Erstens das und zweitens ist das noch zu weit weg, aber was man berücksichtigen muss, ist ja, dass Sami definitiv nicht vor WrestleMania wiederkommt. Das hat er ja jetzt mehrfach selber gesagt. Ja, aber ich finde auch, dass Kevin Owens sein eigenes Ding machen sollte und nicht immer irgendwie mit jemand anderem da an seiner Seite da rumkleben sollte. Der hat es damals, also den Intercontinental Championship gehabt, hat ziemlich gut gemacht und ich denke, der könnte das auch wieder machen. Ja, aber wobei man sagen muss, bei Kevin Owens war auch vorher gesagt worden, dass er erst nach WrestleMania wiederkommt. Und jetzt heißt es ja schon, dass er eventuell beim Rumble auftreten könnte. Alle Spekulationen, da muss man abwarten. In diesem Sinne wurde, nachdem Apollo Crews die Feierlichkeiten unterbrochen hat, hat er Bobby Lashley zu einem Non-Titles-Match herausgefordert, das allerdings Bobby Lashley nach 3 Minuten für sich entscheiden konnte nach dem Spear. Da hat doch bestimmt auch wieder Lashley eingegriffen. Ich weiß es nicht, ich könnte durchaus möglich sein. Ja, was sagt ihr denn dazu, zu diesem Match zwischen Lashley und Apollo Crews? Für mich so ein Standard kurzes Match. Fand ich jetzt nicht so interessant, aber naja, man hat ja auch währenddessen, glaube ich, länger eine Werbung gehabt, als das Match am Ende auch. Ja gut, das schaffen die Amis ja mit allen ihren Werbeeinblendungen. Das ist ja, du hast gefühlt 5-mal Werbung in 2 Minuten Match. Das, was ich aber sehe, was ich dem Match zugestehen muss, ist, ja, es war kurz, es war ein relativ unwichtiges und langweiliges Match an sich grundsätzlich. Aber man hat unheimlich gut sehen können, was ein Apollo Crews eigentlich kann. Das ist wahr. Man gibt ihm halt nur nicht das Showing, das er eigentlich verdient. Ja gut, andererseits muss ich fairerweise dazu sagen, du kannst ja jetzt nicht hingehen und Bobby Lashley, der vor der Woche den Intercontinental-Titel gewonnen hat, den aktuell wichtigsten Titel, den Raw besitzt, einer Seitenhieb, und dann eine Woche später kommt Apollo Crews und squasht Bobby Lashley weg. Das macht ja. Ja, das muss er ja auch nicht machen, aber ich hätte mir das schon so ein 10-Minuten-Match gewünscht, wo man auch Apollo Crews wirklich richtig zeigen lassen kann und nicht so ein paar Moves, bis er dann den Spear abbekommt und dann verliert. Ja, also ich muss das so sagen, das Match Apollo Crews gegen Bobby Lashley, ja, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man, wie der Luki bereits gesagt hat, 10 Minuten bis 15 Minuten Matchzeit gibt, dass sowohl Lashley als auch Apollo Crews zeigen können, was sie können. Ja, das wurde leider nicht gemacht, so war es quasi ein Squash-Match, aber kann man natürlich auch so machen. Es war halt nicht fehl am Platz, es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Natürlich war es für uns Zuschauer eher so zum Einschlafen, das hätte man vielleicht kurz vor das Main-Event setzen müssen, aber gut. Wir gehen schon wieder zu sehr ins Detail, finde ich. Oder hat noch irgendwer was dazu zu sagen? Also ich habe jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Vielleicht hat ja Herr Marcel noch was dazu zu sagen. Oder zu den Szenen davor. Nee, also dazu habe ich jetzt nicht noch mehr zu sagen, wie ich gerade schon gesagt habe. Gut, dann hat, während Lashley seinen Sieg gefeiert hat, hat sich dann Seth Rollins in den Ring begeben und hat sich auf sein Match gegen Drew McIntyre vorbereitet. Ja, also das ging 14 Minuten, das was man eigentlich wahrscheinlich bei Lashley gegen Apollo Crews gehofft hat, dass das Match auch so lange gehen wird, hat am Ende gewonnen. Ja, eure Meinungen zu diesem Match? Ja, ich finde, dieses Match war gar nicht mal schlecht. Das sind zwei absolute Könner im Ring. Das haben sie schon mehrfach bewiesen. Ich feiere es immer wieder, wenn die beiden gegeneinander im Ring stehen, da die doch eine ziemliche Chemie miteinander haben, wie ich finde, sodass das ein doch gutes Match war. Die zwei sind ja meines Erachtens sowieso aktuell die wrestlerischen Flaggschiffe, die Raw noch hat, weil wer mir sonst noch einfällt, könnte jetzt am Sonntag erst wiederkommen und den Rest,
ja, so Storyline-technisch hat Raw zwar ein Roster, aber interessant sind wirklich nur noch die beiden. Zumindest bis gleich. Wir kommen gleich noch zu einer Sache, die ich sehr, sehr feiere. Man muss aber auch dazu sagen, dass die beiden, finde ich, bei Raw die Besten im Ring sind. Also da gibt es dann keine zwei Meinungen. Nee, natürlich nicht. Sag ich ja gerade, das sind die absoluten Flaggschiffe. Sonst hat Raw gerade aktuell niemanden, der so arbeitet und das aber auch zeigen darf. Ja, das stimmt. Die beiden sind die Besten bei Raw im Moment. Auch von den Storylines her werden die am besten gebuckt. Ja, so ist das. Also hat noch irgendjemand was zu dem Match jetzt zu sagen? Jetzt muss ich fairerweise noch dazu sagen, ich tue natürlich mit dem, was ich sage, anderen auch ein bisschen Unrecht, das ist mir bewusst. Aber wenn man zum Beispiel einen bis vor kurzem unheimlich gut funktionierenden Dean Ambrose heute daneben stellt, muss ich leider sagen, Dean Ambrose stinkt ab und ist unheimlich langweilig, weil sein Heel-Turn meines Erachtens mal wieder voll vor die Wand gefahren ist. Meine Meinung also. Ich fand aber auch, dass der Heel-Turn, finde ich, zu spät kam. Dann hätte man, klar, die Verletzung war es dazwischen, aber auch an sich damals, als er WWE-Champion war, ich denke, man hätte ihn früher turnen müssen. Also für mich kam er zu früh, weil wenn die Geschichte mit Reigns ja noch nicht gewesen wäre, wäre der Turn ja auch noch gar nicht gekommen. Die haben den ja sozusagen wegen dem, was mit Roman passiert ist, vorgezogen, diesen Turn. Ja, aber ich muss da Luki und Daniel zustimmen. Dieser Heel-Turn kam erstens zu spät. Und zweitens hat man ihn wirklich volle Karacho vor die Wand gesetzt. Das ist, als wenn du mit 250 Sachen voll in die Wand fährst. Also dieser Heel-Turn hat schon nach 2 Wochen eigentlich keinen Sinn mehr gemacht. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt von irgendwo gehört, ich kann gerade nicht mehr sagen von wo, dass man ja jetzt schon wieder überlegt, zurückzurudern und vielleicht sogar wieder eine Teilreunion zu machen. Und wenn sie das machen, Alter, bitte nicht. Dann erschlage ich. Dann fahre ich höchst selbst hin und erschlage sie, ohne Witz. Dann werden aber auch die Ratings runtergehen, da kann man für garantieren. Das Problem ist halt, was ich an Dean Ambrose im Moment sehe, beziehungsweise nicht sehe, ist, wo soll dieses Gimmick, was er verkörpert, jetzt noch hin? Klar, er ist der Riesenarsch und er hat das auch allen gezeigt. Er erzählt das jedem Bewohner in der Stadt, alles kein Thema, stehe ich. Aber es ist halt das Ende erreicht. Du kannst dieses Gimmick nicht mehr weiter aufbauen. Und deswegen, ja, einfach verpufft. Ich frage mich ja auch, warum man ihm den Titel direkt wieder abgenommen hat. Man hätte da eine richtig schöne Fehde mit ihm und Lashley rausziehen können, aber man nimmt ihm direkt den Titel ab. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Ich meine, er hat ihn ja erst bei TLC bekommen und verliert ihn dann ungefähr 4 Wochen später wieder. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht insofern schon Sinn, als das, was ich gerade gesagt habe, wenn man jetzt schon wieder überlegt, das Ganze wieder zurückzurudern, musste man ihm ja den Titel wieder abnehmen. Und das ist halt das Problem. Ja, aber allein zurückzurudern ist der Fehler. Ja, das ist halt. Das Schlimme ist, hier ist wirklich so scheinbar, die machen, was das Publikum will. Und es ist ganz deutlich zu sehen, auch an den Publikumsreaktionen, dass diesen Dean Ambrose, wie er jetzt ist, niemand sehen will. Also die Buhrufe im Publikum für Dean Ambrose sind nicht wegen seiner Heel-Rolle, sondern weil es einfach stinklangweilig geworden ist. Ja, aber den Ambrose man kann mit den Ambrose wirklich nicht alles machen. Der hat irgendwie so eine spezielle Art und die muss man halt auch speziell bucken und das kriegt die WWE anscheinend nicht hin. Ja, das stimmt. Den Ambrose ist speziell, das wissen wir alle. Das Problem nur, man hat es schon mal hinbekommen, einen Dean Ambrose gut darzustellen, wo er Money in the Bank gewonnen hat und am gleichen Tag den Titel gewonnen hat. Da hat man gesehen, wie dieser Typ beliebt ist beim Publikum. Und dann hat man den Heel-Turn gebracht, den man hätte gut machen können. Aber man hat es halt so versaut, dass sich keine Sau mehr für Dean Ambrose interessiert. Und ich glaube auch zu wissen, warum. Dean Ambrose wurde über Jahre lang rund um das Shield als Lunatic aufgebaut. Als der Unruhige, völlig durchgeknallt. Und jetzt presst man ihn in eine unheimlich ernste Rolle, die er spielen soll. Das funktioniert nicht. Du musst diesem Charakter seine Luft lassen. Der muss durchdrehen dürfen. Der muss durch den Ring springen dürfen, als hätte er Flummis gefressen. Und nicht dieser, ich möchte ihn manchmal echt in so eine Mafia-Gruppierung setzen, als den neuen Mafia-Boss und einfach nur noch Befehle erteilen. Das ist das, wie ich persönlich Dean Ambrose gerade erlebe. Und das ist etwas
wie ich Dean Ambrose nicht sehen will. Vor allem finde ich auch schade, er zeigt ziemlich wenig mittlerweile im Ring im Vergleich zu damals. Also er kann wesentlich mehr, aber er darf es anscheinend nicht mehr zeigen. Ja, genau das ist ja, was Daniel gerade gesagt hat. Er sollte durch die Gegend springen, in seinem Suicide Dive und im Elbow Drop und was nicht alles. Das sollte er machen und dann ist der Typ wirklich super. Kann man ihm super zuschauen. Aber wenn er so wrestelt wie im Moment, ist das einfach nur langweilig. Da, Michi, du wolltest was sagen? Nee, sag du. Das, was Dean Ambrose einfach ausmacht, ist diese tatsächliche Unberechenbarkeit. Du hast montags in der Woche 1 hast du einen Dean Ambrose, der sich für ein Shield einsetzt, der sich alles einfängt, was er nur kriegen kann, um seine Brüder zu retten. Und einen Tag später in der Smackdown-Folge, nehmen wir jetzt mal einen Zeitraum, als das noch gemischtes Roster war, hast du wieder einen komplett anderen Charakter. Und das ist das, was Dean Ambrose für mich ausmacht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich würde mal sagen, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Einer Backstage-Szene, wo Seth Revival mit Vince McMahon gesprochen haben, dass sie noch einmal eine Titelchance verdient haben, weil sie in ihrem letzten Match gelingt wurde. Währenddessen kam auch noch Kurt Hawkins dazu, aber bevor der was sagen konnte, hatte ihm Vince schon gesagt, dass er ihm kein weiteres Match mehr gibt, weil er nur am Verlieren ist. Aber Kurt Hawkins bat um noch eine Chance und dann kam Vince die Idee, einfach Kurt Hawkins zum Special Referee in diesem Match zu machen. Und Revival hat dann natürlich versucht, gleich sich einzuschleimen bei Kurt Hawkins. Hier wieder Props an Vince, denn das war der geilste Move, den Vince jemals machen konnte. Auch das Beste, was du mit Hawkins machen kannst. Das meine ich gerade. Das Match an sich, das rührt jetzt einfach daher, dass man ja jetzt versprochen hat, die Tag Team Division wieder zu pushen. Und gerade The Revival zu pushen, weil sonst laufen die nämlich auch weg. Das haben sie ja schon gesagt und sie haben ja schon angedeutet, dass die WWE nur noch ein paar Monate Zeit hat zu zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen. Das Geile war, habt ihr das eigentlich mitgekriegt, dass man das über den Privataccount von, ich glaube, der Schweider gemacht hat? Dass ich habe das nicht mitbekommen. Das war wohl so, dass die Jungs hingegangen sind und haben gesagt, pass auf, so wie die Tag Team Division aktuell ist, ist sie scheiße, die Story kennen wir alle. Und irgendwie ganz kurz danach ist über den privaten Twitter-Account von Dash Wilder verkündet worden, dass die WWE darum gebeten hat, dass man ihnen Zeit einräumt und dass man sich dann schlussendlich darauf geeinigt hat, dass die WWE jetzt noch irgendwie 3 oder 4 Monate Zeit hat, die Tag Team Division neu aufzurollen und dass The Revival so lange noch bei der WWE bleiben. Davon habe ich noch nichts gehört. Ist aber eigentlich eine gute Idee. Denn irgendwas muss mit dieser Tag Team Division, vor allen Dingen bei War, passieren. Sonst sehe ich echt schwarz vor War. Besonders, weil Revival eigentlich so eines der Tag Teams ist, die bei den Fans auch wirklich ziehen können. Das hat man bei NXT gut gemerkt. Das ist unfair. Bei NXT merkst du alles. Ja, aber ich meine das Publikum damit und nicht irgendwie, wie sie im Ring sind. Ja. Ich finde auch, das wird langsam mal Zeit, dass die mal einen Titel gewinnen. Das ist aber auch schon wieder viel zu spät. Das hättest du schon vor dem Jahr machen müssen. Ja, das kommt auch noch dazu. Wobei ich dazu, ja, richtig. Es ist wirklich zu spät, dem Revival jetzt den Titel zu geben. Das hätte schon längst passieren sollen. Revival ist ein wirklich talentiertes Tag-Team. Wie sie halt sagen, immer eher Old-School-Style. Aber sie machen es halt wirklich super. Und sie können auch den neuen Style. Vor allem der Schweizer, das hat er schon oft gezeigt. Deswegen, ich würde jetzt gerne mal wieder ein Titelmatch sehen, von denen, was mal 20 Minuten geht und Revival dann gewinnt. Vor allem wäre ich ja auch froh, wenn Root und Gable endlich mal die Titel nicht verlieren. Also nicht endlich, aber halt auch sich bald trennen, weil ich finde, die passen nicht zusammen. Auch von Root her, weil der ist mehr so ein Singles-Wrestler. Also ich finde, Bobby Root kann man auch gut in ein Tag-Team stecken. Ich finde das Tag-Team gar nicht mal schlecht. Ich finde Root als Singles-Wrestler nur besser. Ja, Bobby Root ist als Singles-Wrestler besser wie als Tag-Team-Wrestler, das stimmt. Aber es ist ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich jetzt mal. Man musste doch irgendwas mit den beiden anfangen, sowohl mit Chad Gable als auch mit Bobby Root. Und da habe ich das gefeiert, dass sie dann Tag-Team-Champions geworden sind, dass sie überhaupt was zu tun haben. Da stimme ich dir zu, wo ich dir nicht zustimme und wo ich euch nicht zustimme tatsächlich, da bin ich tatsächlich das erste Mal völlig anderer Meinung, ist, dass es zu spät ist. Nicht, dass die Jungs es nicht verdient haben, aber ich betrachte das einfach aus dem Blickpunkt, dass ich sage, okay, man sagt jetzt, wir rudern
alles ein Stück zurück, wir bauen das alles neu auf. Ich gebe der WWE einfach die Vorschusslorbeeren und sage, okay, dann betrachte ich alles ab diesem Zeitpunkt. Und dass das dann jetzt erstmal wieder aufgebaut werden muss, so viel Chancen muss man den Leuten noch lassen. Wenn sie jetzt was Anständiges daraus machen, dann kann ich damit leben. Dann will ich nicht sagen, dass es zu spät ist. Weil sonst bringt die ganze Geschichte mit dem Neuaufbau von den Shows nämlich nichts. Wenn wir als Zuschauer dann doch immer noch an dem ganzen alten Kram festhalten, finde ich. Ja, also ich weiß auch nicht, momentan bin ich auch nicht wirklich so begeistert von der Tag-Team-Szene. Deswegen, da muss echt was passieren. Ja, und genau das ist der Punkt. Stell dir doch mal vor, sie nehmen jetzt The Revival, um den Startschuss für eine neue Runde Tag-Team-Division zu geben. Das wäre doch super. Das wäre perfekt. Ja, und dann weil von daher, ich finde nicht, dass es zu spät ist. Es könnte ein unheimlich guter neuer Anfang werden. Vor allem, nachdem sie ja diesen Push jetzt für die Tag Team Division angekündigt haben. Wie ist es halt am Ende umsetzen, ist dann die nächste Frage. Ja gut, das ist halt WWE-Sache. Da müssen wir uns einfach dann wieder von Vince seinen Sachen überraschen lassen. Weil vielleicht hat ja auch da dann auch ein Triple H ein bisschen noch ein Wort. Ich würde mir wünschen, dass Triple H irgendwann mal komplett übernimmt. Am besten ja, dieses Jahr noch. Lange wird es nicht mehr dauern. 2 Jahre, 3 Jahre. Ja, das ist schon zu viel. Ja, ich glaube, ein paar Jahre müssen wir den Vince noch ertragen. Leider. Also ich würde mir hoffen, dass Triple H eher früher als später übernimmt. Denn lange kann ich mir das echt nicht mehr geben. Immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Storylines und immer wieder wird der Gleiche gepusht. Und die Gleichen bleiben immer auf der Strecke. Und immer wieder ist ein Brock Lesnar Champion. Genau. Naja, der ja hoffentlich bald abgelöst wird. Ja, warum was? Da habe ich heute Morgen tatsächlich noch eine Unterhaltung mit unserem Herrn Brian Wolf gehabt. Genau um dieses Thema, über den Abgang von Vince. Ich habe mal die Theorie in den Raum gestellt, dass das, was wir jetzt gerade erleben, auch die Tatsache, dass Vince urplötzlich doch wieder so viel im Fernsehen ist, obwohl er ja gesagt hat, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr, so viel vor die Kameras zu gehen, schon so das Einleiten des Zepterwechsels ist. Und wenn du dir anguckst, was sie jetzt gerade mit The Miz und Shane machen, ist das auch ein sehr deutliches Zeichen dafür aus meiner Sicht, weil wenn man ein bisschen zeitlich zurückgeht und sich anguckt, wie Vince damals eingeführt wurde von seinem Vater, das ist exakt das Gleiche. Ich wette mit euch, Vince baut sich jetzt seine Football-Liga auf und ist nächstes Jahr weg. Ja, das hofft man natürlich, ne, dass er dann auch mal weg ist und das Zepter abgibt, damit man mal wieder gutes Wrestling sieht. Aber sie sind ja schon wieder auf einem guten Weg dorthin. Wenn man sieht, was die Wrestler jetzt für Moves wieder zeigen dürfen, was sie vorher nicht durften, ist das schon eine ganz gute Richtung, wo sie hingehen. Wir haben das heute Morgen dann mal weitergesponnen, weil wenn man sich das überlegt, wir wissen alle, wenn Vince geht, wird Triple H in Charge kommen und das Sagen haben. Und jetzt stellt euch vor, was man da dann aus der Sicht und der Möglichkeit, die Triple H dann hat, für eine geile Fehde draus machen kann, Shane gegen Triple H. Alter, habe ich da Bock drauf. Vor allem hoffe ich ja irgendwie auch, dass man irgendwann mal so ein NXT gegen WWE bekommt. Einfach so für den Vergleich, auch bei einem Pay-Per-View oder so. Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, dass, was du gesagt hast, Daniel, mit Shane gegen Triple H, das würde ich feiern. Es sind einfach zwei, die schon immer ein bisschen was miteinander zu tun hatten. Vor allen Dingen, es ist ja Familie und die da mal gegeneinander zu sehen, wäre vielleicht auch gut. Und ja, NXT gegen das Main-Roster wäre auch mal was. Dann hätte man mal so einen Vergleich, die NXT-Wrestler und die Wrestler im Main-Roster, wie die miteinander harmonieren, hätte man vielleicht ein paar Dream-Matches. Also das würde ich schon feiern. So was wäre für die Survivor-Series mal gar nicht so schlecht, dass da vielleicht auch NXT mal ein Wort mitredet um den Gesamtsieg, wer das bessere Roster ist. Oh, da habe ich gerade ganz böse Gedanken im Kopf. Nein, nein, ganz schlimm. Ja, da ganz schlimm, wenn Daniel mal böse Gedanken im Kopf hat. Ja, ich hatte gerade... Aber sprich so ruhig aus. Ja, ich hatte gerade so dieses, du hast Survivor Series, wie du es kennst. Und im Prinzip kannst du ja eine Vergleichsshow aufziehen. Stell dir ein Takeover vor, in das du 205 integrierst. Boah, ja, das ist auch was Gutes, ja. Also, ganz ehrlich, Takeover mit NXT und 205. Ja, bitte. Ja, bitte. Und dann vielleicht auch noch NXT UK mit einbinden? Ja, das wird, glaube ich, zu viel, aber ihr wisst, in welche Richtung ich will.
Und ja, das, gut, also. Und das ging heute Morgen halt auch schon so weiter, weil wir haben diese Storyline, die ich gerade erwähnt habe, mit Shane und Triple H dann mal weitergesponnen. Stellt euch dann bitte eine Stephanie vor, die vermitteln muss zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder. Ja, ich weiß, die beiden hatten nie so das beste Verhältnis, Storyline-technisch. Eigentlich müsste ihr Bruder scheißegal sein, aber wir wissen ja, wie Vince ist. Vince sagt, entweder er funktioniert zusammen oder es funktioniert gar nichts. Und dann stellst du eine jetzt unheimlich heel-lastige Stephanie McMahon zwischen ihren Mann und ihren Bruder. Alter, ich krieg ja gerade jetzt schon Gänsehaut. Hört sich richtig gut an. Gut, dann kommen wir mal zu dem nächsten Backstage-Segment, wo Dean Ambrose in einem abgedunkelten Raum sich befunden hat und er es süß fand, wie sich Seth Rollins über, wie er über Martin Luther King gesprochen hat. Mit dem Satz, wo er zitiert hat, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Ja, und er hat Rollins und Bobby Lashley davor gewarnt, wenn sie beide im Rumble aufeinandertreffen, alle drei, und sie übers oberste Seil befördern werden. 2018 war nicht sein Jahr gewesen. Er war fast das komplette Jahr im Krankenhaus gebunden, weil sein Körper hatte da keinen Druck. Und das wird endlich sein Jahr werden, indem er den Rumble gewinnen wird am Sonntag und die Gerechtigkeit siegen wird. Was sagt ihr denn dazu? Ganz furchtbare Promo. Genau aus diesem Grund. Ganz furchtbare Promo, weil er redet und redet und redet, kommt nicht auf den Punkt. Es ist, lass den Mann doch endlich mal richtig auf die Kacke hauen, sonst ist sein ganzes Gimmick für den Arsch. Das Gimmick ist ja jetzt schon für den Arsch. Er redet und redet und redet, aber er bringt dann auch nicht das, was er redet. Ja, das ist es ja gerade. Vor allen Dingen auch dieses, dass er diese Segmente immer irgendwo versteckt machen muss. Ich versteh's nicht. Lass den Mann in den Ring steigen. Das ist auch halt einfach für mich zu ernst. Das hast du ja vorher schon gesagt, dass er einfach auch die Promos ziemlich ernst zieht. Wenn er da auch sein, ja, vielleicht jetzt nicht so übertrieben, wie er damals als Face war, aber wenn er das noch so ein bisschen mit reinbringt, dann könnte das einfach interessanter werden. Und halt auch im Ring. Ja, vor allen Dingen, er hat halt diesen Standpunkt, er will allen beweisen, dass er jetzt, wo er wieder alleine ist, the man of the hour ist im Prinzip. Ja. Und was macht man? Man versteckt ihn in irgendwelchen Hinterhofgassen oder bei, in Klammern, Ärzten, wo er sich irgendwelche Impfungen abholt. Das ist, warum? Wobei, das mit den Impfungen und so weiter fand ich gut, wo auch so gemeint hat, dass das Universe stinkt und so weiter. Das hat er ja schon richtig gut rübergebracht, aber danach wurde es halt immer schlimmer. Ja, natürlich hat er das an sich rübergebracht, aber meines Erachtens sind wir jetzt mit ihm an einem Punkt, da hilft nur noch, stell ihn in den Ring, stell ihn drei Matches lang in den Ring, lass ihn alles zerledern, was er in die Finger kriegt. Dementsprechend müssten die Gegner ausgewählt sein, weil er würde in Bobby Lashley jetzt gerade nicht so ins Konzept passen. Damit er einfach auch seinen Standpunkt vertreten kann, damit das Gimmick mal wieder einen Sinn kriegt. Aber nein! Ich finde, irgendwie ist es genau dasselbe wie mit Samoa Joe. Man macht und macht und macht. Auch das Gimmick ist an sich eine gute Idee, aber man bringt es nicht rüber, wie man es rüberbringen muss. Beziehungsweise sollte. Genau, das sind diese Leute, die sollen eigentlich zerstören, ihre Gegner einfach zerstören. Was passiert? Werden irgendwelche langweiligen Matches, wo dann ein nicht konstantes Finish herkommt. Das ist so ein bisschen 50-50-Booking. Mal gewinnt er dann, mal gewinnt er. Und diese Zerstörer dann quasi, wie diese Storys aufgebaut sind, die gehen dann einfach unter, weil die einfach nicht das Booking kriegen, was sie brauchen. Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Match, wo dann war die Lucha House Party gegen Jinder Mahal und seinen komischen Brüdern da. Ich verstehe nicht ganz, was dieses Match jetzt für einen Sinn gehabt hat. Letzten Endes hat die Lucha House Party gewonnen nach einem Pin von Trent Metallic an einem der Singh-Brüder. Was ich ja auch noch sagen muss, das Finish war ja nach einem Backbreaker. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, ein Backbreaker ist jetzt ja nicht so ein Standard-Finish für ein Match, gerade nicht bei Grand Metalik. War das jetzt vielleicht ein verbotschtes Finish? Das könnte sein, weil eigentlich hat Grand Metalik ja Sprungmoves als Finisher. Also eine Springboard Swanton Bomb und so ein Springboard Elbow oder so. Und dann ein Backbreaker als Finisher gibt's schon lange nicht mehr in der WWE. Deswegen vermute ich da auch, dass es vielleicht ein verbutschtes Finish war. Was mich bei den Singh-Brüdern irgendwie nicht wundern würde, weil die waren schon ziemlich lange nicht mehr im Ring. Und ich weiß nicht, ich finde, die gehören auch momentan nicht in den Ring. Naja, aber es passiert halt alles wie mit Lana und Selina Vega. Am Anfang stehen sie immer am Ring als Manager und dann werden sie doch wieder als Wrestler eingefügt in das
Und dann müssen sie wieder aktiv da reinsteigen. Ja, das Problem ist ja, der Fehler so ein bisschen ist, Lana war am Anfang keine gelernte Wrestlerin. Die hat erst dann, wo sie zur WWE kam, hat die so ein bisschen Wrestling trainiert und so. Die Singh-Brüder waren auch schon in den Indies aktiv als Wrestler und auch vorher bei NXT. Und das sind keine schlechten Wrestler. Nur die müssen halt auch eingesetzt werden als Wrestler, sonst bringt das auch nichts, was du da machst. Das ist das Problem. Weil wenn ich mir jetzt auch nochmal das Match hier anschaue, ich habe mir jetzt kurz die Szene nochmal hier kurz angeguckt, man hat klar gesehen, wie einer von den 7 Brüdern vor dem in den Ring gehen gestolpert ist. Das heißt, das war, denke ich, nicht geplant. Naja, und so unerfahren sind sie ja nicht, wenn, wie Manu schon sagt, die waren ja vorher schon. Waren sie ja nicht. Ich fand, die waren bei NXT eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, aber was soll man da auch noch kurz sagen? Ja, 3 Minuten hat das Match gedauert, also nicht gerade die Welt. Auch ziemlich langweilig, ist halt irgendwie so ein Lückenfüller-Match gewesen. Deswegen denke ich, sollte man da nicht so viel Zeit für benutzen. Im Anschluss wurde dann ein Videopaket zu EC3 eingespielt, der anschließend im Backstage-Bereich wieder gezeigt wird, wo er sich erneut von dem Spiegel begutachtet hat und Dana Brooke scheinbar schon ein Fan von EC3 geworden ist, die auch nach dem Trainingsplan von EC3 gefragt hat, aber währenddessen EC3 in dieser Situation kein Wort dazu gesagt hat. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich finde, man sollte mit EC3 auch vor dem Rumble hätte man was Großes machen müssen. Nicht nur irgendwie vorm Spiegel posen, irgendwelche Einblendungen zeigen. Ich meine, man hat die anderen ein bisschen besser dargestellt, besonders Lacey Evans später noch. Da finde ich, ich weiß nicht, für EC3 ist es mir ein bisschen zu wenig vom Rumble. Ja, es ist ein bisschen wenig für EC3, vor allen Dingen EC3 ist für mich jemand, der sehr viel erreichen könnte im Main Roster, da er ein mehr als solider Wrestler ist, eigentlich sogar ein ziemlich guter. Und er ist auch fantastisch am Mic, also er hält fantastische Promos, hat dazu noch einen starken Körperbau, wie es Vince McMahon ja mag. Also da könnte was draus werden. So man ist muss, mir das halt, aber man muss es halt nur richtig booken. Und so wie man es momentan macht, ist es halt einfach falsch. Wenn man merkt einfach, wie auch bei Heavy Machinery, die kriegen so viel Zeit und EC3 sieht man einfach nur vom Spiegel posen. Ja, genau. Okay, je nachdem, was man daraus macht, weiß ich nicht, ob das jetzt passt oder nicht. Ich hoffe es, weil sonst wäre es Bullshit. Ich denke mal, er wird im Rumble wird dann ein bisschen Matchzeit bekommen und wird nicht gleich wieder nach ein paar Sekunden schon eliminiert werden. Das muss er. Sonst wäre es ja auch wieder lächerlich mit EC3, was sie da gemacht haben. Ja. Ja, dann kommen wir wieder zurück in die Halle, wo Elias mittlerweile dann im Ring angekommen ist. Aber bevor er sein Lied singen konnte, wurde er schon von Baron Corbin unterbrochen, der natürlich wieder jede Menge Hate bekommen hat. Auch hier wieder die You Got Fire Chance von den Fans, einfach nur Weltklasse. Elias hat dann darauf das Produktionsteam aufgefordert, das Mikrofon von Baron Corbin auszuschalten, weil ihm scheinbar dieses Gebabbel von Baron Corbin auch tierisch auf die Nerven gegangen ist. Ja, und letztendlich ist aus der kleinen Promo, wo sie da dann gemacht haben, ein Match entstanden, das Baron Corbin nach 5 Minuten nach dem End of Days gewonnen hat. Auch wieder vollkommener Bullshit. Warum lässt man hier einen Baron Corbin gewinnen, der momentan sowieso kein gutes Standing hat, der auch, finde ich, momentan kein gutes Standing braucht, weil er einfach nicht ankommt und dann auch noch gegen Elias. Das macht einfach keinen Sinn. Da kommen wir dann wieder zu dem weltbekannten Bullshit-Booking. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist alles so eine Sache. Mit Baron Corbin da, ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat. Also ich hoffe irgendwie gar nichts. Ich bin überhaupt kein Fan von dem. Ich kann den mittlerweile auch echt nicht mehr sehen. Ich finde, seine Promos sind immer gleich, immer langweilig. Und ja, sein Ringkönnen ist doch sehr beschränkt. Ich war ja damals sogar ein Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es irgendwie gut, dass man ihn ein bisschen dargestellt hat, auch mit dem United States Championship, aber jetzt momentan ist es einfach der falsche Zeitpunkt dafür. Gerade auch, weil er einfach nicht zieht. Man hat ihn gerade als General Manager so richtig schlecht gebuckt, hat überhaupt keine guten Reaktionen bekommen, was er vielleicht auch nicht sollte, aber man hat einfach schon gemerkt, dass er nicht mehr so zieht wie früher und dann lässt man ihn gegen Elias verlieren, der noch besser zieht als viele andere. Das ist einfach, keine Ahnung, das ist unverständlich. Wenn man mich fragt, ist der inzwischen einfach auch, zumindest Stand jetzt, zu einem Jobber mutiert. Das ist aber schade. Natürlich ist das schade, aber weil du gerade sagst, er verliert gegen Elias. Natürlich verliert er gegen Elias, weil man mit Elias noch Ideen hat, weil man mit Elias noch ein Ziel erreichen möchte, denn es ist immer noch Thema, dass er irgendwann einen Titelrun kriegen soll. Ja, aber also, dann macht es ja keinen Sinn, wenn man ihn gegen Baron Corbin verlieren lässt. Genau.
Also, denn ja, hast du dich kurz versprochen gehabt. Denn Baron Corbin hat ja wirklich nach 5 Minuten durch den Endhof Days gegen Elias gewonnen. Und stimmt, ja. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, wie gesagt, man hat Baron Corbin in der Vergangenheit einfach scheiße dargestellt und jetzt lässt man ihn gegen jemanden gewinnen, der eigentlich ziemlich over ist und mit dem man ja angeblich so große Pläne hat. Okay, wenn ich mir das gerade nochmal durch den Kopf gehen lasse, habe ich gerade schon wieder ganz arge Befürchtungen. Was würde denn passieren, wenn die Herrschaften die zwei irgendwann zusammenstecken? Oh Gott. Im Sinne der Förderung der Tag Team Division. Oh nein. Das macht aber... Oh nein. Vor allem Baron Corbin nicht zusammen. Die passen null zusammen. Baron Corbin als Face, das funktioniert nicht. Und Elias als Heel nicht nochmal. Der ist momentan so gut als Face. Das passt nicht zusammen. Ich kann mir die auch nicht in einem Team vorstellen. Ich auch nicht. Also, beim besten Willen kann ich es mir nicht vorstellen und will ich es mir nicht vorstellen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Was wäre denn, wenn wir den nächsten Table sehen? Ich sag nur Kevin Owens. Oh. Kevin Owens, Baron Corbin und Elias. Yep. Oh nein, lass Kevin Owens bitte, bitte, bitte einfach... Singles-Wrestler. Ja, als Singles-Wrestler und dann einen Push. Ein Push, den er sich verdient. Und Elias bitte auch als Singles-Wrestler und dann vielleicht mal ja in die Nähe des Intercontinental Champion-Titel. Ich calle jetzt eine Vermutung. Wir kriegen dieses Stable und diese Stable-Gründung wird dann dazu genutzt, die Fehde zwischen Kevin Owens und Sami Zayn aufzubauen. Dann soll, ja, aber ich war in... Ja, was ist dann mit Lashley? Weil immerhin war ja Lashley dafür verantwortlich, dass Kevin Owens verletzt wurde. Ja, ich glaube, das kommt, wenn Daniel meint, dass es ein bisschen später kommt. Ich glaube schon, dass Kevin Owens jetzt bis WrestleMania da sich mit Lashley zu tun haben wird und dann bei Mania den Titel gewinnen wird. Das glaube ich zumindest, wenn er zurückkommt. Aber auch danach, nein, das will ich nicht sehen. Nein, nein, einfach nein, nein. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir die Idee sogar. Ich kann euch auch sagen, warum. Wir nehmen Baron Corbin, wir nehmen Elias als irgendwann Tag-Team, so schade das in dem Moment erstmal für Elias ist, und stellen dann einen unheimlich stark wirkenden Kevin Owens vorne dran als Stable-Leader. Ich bin dabei. Sofort. Ich oute mich vielleicht, aber ich fände das gut. Ich nicht. Elias und Kevin Owens vielleicht, aber nicht Baron Corbin. Dann würde ich da lieber in den Sami Zayn reinstecken und dann irgendwie die Fehde dann aufbauen. Ja. Dass sie sich da so zwischendrin in die Haare kriegen, aber nicht mit Baron Corbin. Da kann ich mich mit anfreunden. Also da stimme ich vollkommen zu. Mit Sami Zayn, Elias und Kevin Owens könnte ich super leben. Das sind 3 Leute, die ich mag, 3 Leute, die wirklich gut sind. Und dann könnte man auch wirklich erstmal die Face-Rolle durchziehen, weil Baron Corbin als Face bitte nicht. Ja, denn Baron Corbin ist als Face überhaupt nicht gut. Der sieht schon als Heel nicht. Und nee, ich will ihn im Moment auch einfach am liebsten gar nicht erst sehen. Ja gut, wir sind in den Vermutungen gelandet. Lasst uns zum nächsten Match gehen. Also das nächste Segment war dann wieder Alexa Bliss, ihre super tolle Talkshow Moment of Bliss, wo sie die Matchcard des Rumbles am Anfang durchgegangen ist und die bestätigten Namen bereits für das Frauen Rumble vorgelesen hat. Und eine ihrer Favoriten auf den Sieg ist Nia Jax, die sie dann auch rausgerufen hat. Aber bevor Nia Jax was sagen konnte, kam dann auch noch Ember Moon und hat sich in die Sachen mit eingemischt. Was ich mich da jetzt frage, baut man da wieder was zwischen Bliss und Nia Jax auf? Wenn man merkt, dass es mit Tamina irgendwie nicht funktioniert? Bitte nicht. Kann man Alexa Bliss nicht einfach als, wie soll ich es jetzt sagen, alleine darstellen lassen, sodass sie alleine kämpft und nicht immer ihre Nia oder Jax da am Rand dabei hat? Denn das ist so ausgelutscht. Zumal Alexa Bliss alleine, denke ich, besser ziehen wird. Weil sie dann neben Nia Jax schon aussieht wie das Hilfsmädchen, sage ich mal, für Nia Jax und nicht andersrum. Von der Größe her und auch, keine Ahnung, so wie Nia Jax dargestellt wird. Und Nia Jax, nee. Naja, auf jeden Fall hat Ember Moon dann klargestellt, dass sie das Rumble gewinnen wird und in den Minuten danach kamen natürlich noch Alicia Fox, Mickey James, der Riot Squad, Tamina, Dana Brooke und Nikki Cross heraus, die auch alle Anspruch auf den Sieg gestellt haben. Meines Erachtens das unnützeste Segment in der ganzen Sendung, weil das war im Prinzip nichts anderes als
wir sind die Geilsten, ihr habt eh keine Schnitte, vergesst es einfach, fertig. Zumal, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mist-TV-Verschnitt, weil man jede Woche ist immer was anderes, wo immer Streit ausbricht oder sonst was, wie diese Woche zum Beispiel ist mit dem Brawl. Das ist doch eigentlich so aufgebaut wie Mist-TV. Ja. Also, kam nicht in diesem Segment noch Lacey Evans heraus und hat gesagt, sie ist auch da im Rumble und wird das Match natürlich gewinnen, da sie größer ist. Ja, das kam, nachdem Alexa Bliss selbst verkündet hat, auch an dem Rumble-Match teilzunehmen. Okay, aber danach kam auf einmal Lacey Evans, die dann gesagt hat, sie wird das Rumble-Match natürlich auch gewinnen. Ja, also ich gebe Daniel vollkommen recht. Dieses Segment ist dieses typische Poor Royal Rumble Segment, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn jedes Mal vor einem Royal Rumble gibt es entweder von zig Männern oder jetzt mal von zig Frauen ein Segment, wo 6 bis 10 Männer oder Frauen rauskommen und sagen, ich bin der Beste, ich werde dieses Royal Rumble Match gewinnen. Bla, bla, bla. Jedes Jahr aufs Neue. Und was hat Lacey Evans noch so gesagt? Alle anderen Teilnehmer in dem Match sind widerliche kleine Mädchen ohne jegliche Klasse. Ja, typisch Lacey Evans. Das ist halt ihr Gimmick. Das mag ich nicht, ich weiß nicht. Die Promo an sich von Lacey Evans fand ich gar nicht schlecht. Also sie kann schon was, Mike. Ich finde nur, dass ihr Gimmick nicht passt. Also zu ihr schon, aber ich mag es einfach. Ich kenne jemanden, der wird mich jetzt hassen für das, was ich sage. Basie, schöne Grüße. Aber Lacey Evans ist der Inbegriff dieses Segments. Unnötig wie nur was. Gebt der Frau von mir aus dem Mikrofon, alles kein Ding, dann soll sie Ringansagerin machen. Von mir egal, aber für alles andere brauchst du die nicht. Die ist einfach nur nervig und kacke. So und so stimme ich dir da auf keinen Fall zu. Also, ich finde Lacey Evans gar nicht mal schlecht. Sie ist im Ring brauchbar, so in Ordnung. Und am Mic kann sie echt was und sie spielt ihr Gimmick auch echt gut. Deswegen, da kann ich dir so nicht zustimmen. Das ist einfach wahrscheinlich ihr Gimmick, was einfach für manche nicht... Nee, mir gefällt das einfach nicht. Ja, okay, da vielleicht ist es das, aber irgendwas ist an dieser... Furchtbar. Naja, um dann auch weiterzugehen, danach kam auch Titus O'Neil dazu. Also nicht bei Moment of Bliss, aber hat eine kleine Promo gehalten und hat auch gesagt, dass er beim Rumble dabei sein wird. Den hätte man einfach bei Moment of Bliss mit dabei setzen können. Hey, ich bin auch da, fertig. Das Problem ist... Ich frage mich jetzt, macht man wieder so einen kleinen lächerlichen Spot, dass er irgendwie wieder unterm Ring fliegt oder dass er wieder irgendwie total lächerlich aussieht, wie man schon so oft gebracht hat jetzt bei Titus O'Neil. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass er im Royal Rumble Match ist und damit wieder einer mehr, angesagt worden ist für dieses Match. Ein, zwei Überraschungsteilnehmer mehr können nicht schaden. Mega nervig. Die Tatsache, dass das alles schon vorher angekündigt wird. Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat, dass du wirklich bis auf 3-4 Leute schon vorher weißt, was abgeht. Das ist sowas, das nervt mich beim Rumble in den letzten Jahren so hart. Ich glaube, vor 4 Wochen oder so hat es mit dem ersten Teilnehmer angefangen. Oder die ersten Teilnehmer. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt so im Jahresverlauf. Seit wann das Mode ist, dass man ständig schon den kompletten Rumble verraten muss. Ja, das sind ein paar Jahre, ja, stimmt. Also ich glaube, es ist seit 2015 oder so, dass jedes Mal über 20 Leute, also ich glaube sogar meistens sogar bis zu 25 Leuten angekündigt werden. Und das ist einfach viel zu viel. Dann kommt hinterher wieder so ein Rumble heraus wie bei 2017, wo glaube ich 1 oder 2 Teilnehmer dabei waren, die eine kleine Überraschung waren. Und der Rest war langweilig und vorhersehbar und so weiter. Ich hoffe, dass wir einen guten Rumble sehen werden, aber ich befürchte echt Schlimmes. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Match. Wo ein Tag Team Match von der Heavy Machinery gegen The Ascension. Relativ kurzes Match. Nach 2 Minuten 22 haben Heavy Machinery nach ihrem Tag Team Finisher gewonnen. Ja, Heavy Machinery, ein Tag Team, was ich mag. Die beiden sind sehr unterhaltsam. Im Ring sind sie auch mehr solide. Die können echt was. Frage ist, musst du Ascension für Heavy Machinery jobben lassen? Und vor allen Dingen musst du das in einem Squash-Match machen, nach 2 Minuten. Ganz ehrlich, Ascension, ich mochte sie eigentlich echt nie so richtig. Aber was in den letzten Jahren passiert, zwingt mich dazu,
den beiden meinen größten Respekt auszusprechen, weil was die sie alles gefallen lassen, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, wenn ich unter diesen Umständen für die WWE arbeiten würde, wie die das gerade tun, nein, eigentlich nicht gerade, eigentlich schon seit Jahren, dann wäre ich vor Jahren auch schon weg gewesen. Zumal man da ja auch bedenken muss, dass Ascension bei NXT ja wirklich über ein Jahr Champion war. Deswegen, ich weiß nicht, warum man sie so in den Matches buckt, warum man sie als Jobber-Tag-Team hinstellen, weil ich finde nicht, dass sie schlecht im Ring sind, man lässt sie einfach. Nein, sie sind mehr als solide. Stimmt dir vollkommen zu. Die sind mehr als solide. Wenn sie wollen und wenn WWE will, dass sie was zeigen, dann können die was zeigen. Es ist ja schon seit Jahren, ist das alles, es hat damit angefangen vor 7 Jahren, wo sie gegen wiederkehrende Legenden schon verloren. Da habe ich mir schon gedacht, oh, wie kann das denn weitergehen? Ja, bei NXT waren sie gut, über ein Jahr Champion, als der dominantesten NXT Tag Teams, was es jemals gab. Und im Main Roster gehen sie komplett unter. Weiß auch echt nicht warum. Da hoffe ich einfach nur, dass auch Triple H da bald wirklich komplett übernimmt, damit auch die vielleicht ihren Spot bekommen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Tag-Team-Titel-Match zwischen Revival und Bobby Roode und Chad Gable. Nach 8 Minuten haben Bobby Roode und Chad Gable dann dieses Match letztendlich durch einen Roll-Up gewonnen. Revival war mit der Entscheidung nicht ganz so zufrieden, weil scheinbar Kurt Hawkins regelwidrige Coverversuche unterbunden hat. Und danach haben sie ihn attackiert. Ja, und er kam letztendlich raus und hat Kurt Hawkins geholfen, Zack Ryder, seinen ehemaligen Tag-Team-Partner. Also ich muss dazu sagen, ich fand dieses Match sehr unterhaltsam. Diese Story, sie versuchen die ganze Zeit unfair zu gewinnen. Kurt Hawkins hindert sie daran, dieses unfair zu tun. Und am Ende verlieren sie dieses Match. Fand ich ziemlich unterhaltsam und gut, war lustig. Und dann, dass Kurt Hawkins da attackiert wurde und Zack Ryder reinkam, um ihnen zu helfen, war schon echt super. Also, die waren ja schon vor 10 Jahren oder noch länger, da waren die schon mal ein Tag-Team. Und ich würde es mir nur wünschen, dass aus den beiden vielleicht wieder so ein bisschen was wird. Das könnte der Startschuss sein für Kurt Hawkins, mal wieder Matches zu gewinnen. Ja, beide hätten es verdient, wieder Matches zu gewinnen. Zack Ryder ist ja im Moment auch eher so circa nieder. Kurt Hawkins, wenn er da ist, verliert er. Das ist schade. Denn vor allen Dingen Zack Ryder ist super und auch Kurt Hawkins ist wahrlich nicht schlecht. Der ist auch ziemlich gut. Ich hoffe, man macht da was draus. Also Malu, ich kann dich beruhigen. Ich habe die letzten paar Tage tatsächlich auch mal ein bisschen das Internet durchforstet. Ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe. Nicht wahr, Michi? Ja, ist richtig. Aber es ist tatsächlich so, der Plan ist, die beiden wieder zusammenzustellen. Das ist also nicht nur für diesen Spot gewesen. Die sollen tatsächlich wieder ein Tag-Team werden. Da kann ich dich also voll beruhigen. Wir kriegen die zwei wieder zu sehen. Und vielleicht, ganz vielleicht, ich habe ein bisschen Hoffnung ist noch da, ist das auch eine Möglichkeit, Zack Ryder bei der WWE zu halten. Bitte, bitte, bitte. Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn Zack Ryder und Kurt Hawkins weiter so scheiße eingesetzt werden, dann hoffe ich wirklich, dass die beide um ihre Entlassung bitten und entlassen werden von der WWE und dann beide zu AEW gehen, denn ich glaube, da würden sie besser eingesetzt werden. Aber wenn eine Möglichkeit besteht, dass sie bei der WWE bleiben und auch mal wieder eingesetzt werden, ziemlich gut eingesetzt werden und vielleicht sogar mit ganz, ganz viel Glück sogar den Tag-Team-Titel gewinnen. Das wäre doch fantastisch. Ja, kommen wir mal zu dem Punkt. Regelwidriges Covern. Also ich habe in meiner Hinsicht jetzt nichts gesehen, wo Kurt Hawkins irgendeine unfaire Aktion unterbunden hat. Doch, doch, mehrere. Man hatte den Fuß auf den Ropes, man hatte die Hose hochgezogen und so weiter. Das ist schon alles richtig so. Ja, das hat er ja richtig gesehen, aber denn Ihrer Meinung nach war das ja alles falsch, was er gemacht hat. Ja, natürlich. Das ist ja genau das, was Revival ja auch verkörpern soll, dass sie einfach nicht damit einverstanden sind. Das passt ja so. Genau. Also war wirklich so, dass sie versucht haben, unfair zu gewinnen und das hat der Schiri, also Kurt Hawkins, dann immer im letzten Moment noch gesehen. Ich fand das ziemlich gut. Ich auch. Aber gut, um da dann auch direkt weiterzugehen, danach kam auch eine Promo von Ronda Rousey, in der sie natürlich sich wieder gut dargestellt hat, dann irgendwie meinte, dass sie ja die Head Bitch in Charge wäre und so weiter. Und für mich eine ziemlich schwache Promo. Ja, ist das vielleicht schon die Einleitung für das, was ja jetzt Thema ist, dass
sie sich so langsam, aber sicher, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum, aus der WWE rausziehen will. Ich weiß nicht, für mich wirkte das so, weil wir wissen eigentlich, sie kann mehr, gerade am Mikrofon. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja jemand, der Wonderwall sie eigentlich mag, der auch einer der Befürworter davon ist, dass sie wenigstens Matches bekommt und auch Matches gegen gute Wrestlerinnen bekommt. Aber ich fand sie am Mic nie besonders toll und das hat mir auch wieder gezeigt, warum. Vielleicht ist auch einfach nur der Aufbau, wie du gesagt hast, dafür, dass sie sich dann erstmal zurückzieht und Familienplanung zu machen. Kann sein, man weiß es nicht. Schön, ich mache mein Mikro aus, obwohl ich reden will. Schöne Grüße an die Hörer da draußen. Eigentlich können wir das nehmen und das direkt für das Tag-Team-Match der Frauen verbauen, weil das gab's ja dann auch noch. Und für das Ding möchte ich eigentlich gar nicht allzu viel Zeit aufwenden, weil, ja, es ist wieder ein Frauen-Tag-Team, es ist wieder Sasha Banks mit drin, ich habe keine Lust mehr, mir die Scheiße anzugucken, aber wir werden wohl damit leben müssen, dass Sasha Banks und Bayley demnächst Frauen-Tag-Teams sind, denn natürlich gewinnt Sasha nach dem Bank-Statement das Tag-Team-Match und ja, juhu, wir haben mal wieder was für die Frauen-Tag-Team-Division getan. Ja, ich weiß echt nicht, wohin das führen soll. Ich auch nicht. Ich hoffe einfach nur nicht, dass man ihr jetzt wirklich Ronda Rousey den Titel abnehmen lässt. Was ich nicht glaube, aber ich hoffe es einfach nicht, weil einerseits kann ich der WWE zutrauen, andererseits wird es eigentlich für mich auch keinen Sinn machen. Ja, für mich wird es auch keinen Sinn machen, zumal ja Sasha und Bayley die Tag Team Titel gewinnen sollen beim Champa Match. Ja, und das ist das, was ich nicht gut finden würde. Okay, ich mag Bayley. Ich finde, Bayley ist wirklich nicht schlecht. Aber mit Sasha Banks konnte ich noch nie wirklich was anfangen. Okay, bei NXT war sie nicht schlecht, hat ein paar gute Matches abgeliefert. Aber wie sie im Main Roster gebookt wird, ist für mich schrecklich. Mal Heel, dann wieder Face, dann ist sie irgendwie beides und nie ist sie irgendwas richtig. Dann wird sie, habe ich das Gefühl, von Mal zu Mal unsauberer im Ring. Also sie kriegt es irgendwie in jedem Match hin, irgendwas zu botchen. Oh nee, ich kann es mir langsam echt nicht mehr angucken. Und ich habe da auch schon wieder was gelesen, dass sie dann, wenn sie den Titel gewinnen, vielleicht bei WrestleMania gegen Lita und Trish Stratus antreten. Ich weiß, es sind Legenden, die nur dafür da sind, dann die beiden over zu bringen. Aber irgendwie habe ich sogar die Hoffnung, dass dann die Legenden den Titel gewinnen, weil ich kann Sasha Banks nicht mehr allzu lange sehen. Wir alle wissen ja, du bist ja ein Fan von Lita. Also würdest du wahrscheinlich auch Lita und Trish Stratus dann wünschen, dass die den Titel gewinnen. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich Sasha Banks im Moment einfach nicht sehen möchte. Ich verstehe auch nicht, wieso man Bayley nicht auch hier singlesmäßig da irgendwie einbaut. Ich mochte die viel mehr, als sie alleine war. Drei Sachen. Erstens, das kann ich dir beantworten, weil die WWE Bayley kurz nach ihrem Debüt schon verbuckt hat. Bayley funktioniert dank der freundlichen Mithilfe der WWE alleine aktuell einfach nicht. Zweitens, Manu, du solltest dir deine Fragen nicht immer selber beantworten, weil, das mit Sasha Banks ist Story of her life. Sie kann nichts richtig, weder den Heel noch den Face noch wresteln. Willkommen in ihrer Welt. Hast du das immer noch nicht verstanden? Von daher, macht irgendwas, aber am besten ohne Sasha. Ja, ich muss mir gerade so ein bisschen eine Sache verkneifen, aber du hast schon recht. Du hast auf jeden Fall recht. Aber ich denke mal, wir sollten dafür auch nicht zu viel Zeit verschwenden, weil... Ich kann sagen, das waren schon wieder 4 Sätze zu viel, ohne Witz. Ja, ich würde sagen, wir gehen zu SmackDown rüber. Ja, SmackDown! Denn das hat damit angefangen, dass Becky Lynch wieder rauskam. Yay! Yay! The Man Becky Lynch beginnt SmackDown Live. Und es kann von mir aus jede Woche so sein. Ich kann mich daran einfach nicht satt sehen. Das Schlimmste dann an der Promo war leider dann, dass Asuka auch wieder rausgekommen ist. Natürlich wieder ihre Sätze japanisch gesprochen hat, die ich mir auch nicht mehr anhören kann. Und ja. Wobei ich inzwischen das Gefühl habe, das machen die mit Absicht. Weil Vince findet es furchtbar, wenn sie japanisch spricht, weil sie spricht ja auch kein vernünftiges Englisch. Das wissen wir alle. Also nutzt man es einfach als, ja, Gimmick-Anteil. Ich finde das inzwischen fast eine gute Idee. Ja, ich find's, es ist vielleicht keine schlechte Idee, aber um Gottes Willen, manchmal wünsche ich mir da einfach ein Wörterbuch zum Nachschlagen oder eine Übersetzungs-App oder irgendwas. Ich möchte auch wissen, was die da sagt. Oder erzählt die nur Scheiße.
Ich hätte es fast gesagt, guck's auf Deutsch, aber es hilft ja auch nicht, weil die übersetzen den Kram ja auch nicht. Verdammt! Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Vor allen Dingen, wo sollen diese Start-Promos zwischen Becky und Asuka hinführen? Mein Gott, setz die zwei in den Ring, lass die sich austoben, tut am besten für die Quoten noch ein bisschen Schlamm in den Ring, dann haben alle, was sie wollen und gut ist. Also kommen wir mal zum ersten Match. Mandy Rose gegen Naomi. Das hat dann Mandy Rose nach sieben Minuten für sich entschieden, ja. Nachdem sie Naomi gegen einen Ringpfosten geschleudert hatte. Und Sonya Deville kurz davor für eine Ablenkung sorgte. Auch komisches Finish für mich. Ich finde, man hätte nach dem Ringpfosten-Spot auch noch ihren Finisher zeigen können und dann hätte man es beenden können. So finde ich es ein bisschen mager. Ganz kurz, ich bin ja der alte Sack hier im Raum. Kann mir noch mal jemand kurz erklären, wie dieses Match zustande kam? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Es ist dadurch zustande gekommen, dass Mandy Rose sich ein paar Mal versucht hat, an den Uso-Bruder da ranzuschmeißen und das nur, weil sie Naomi nicht mag und dann versucht hat, die Ehe von den beiden zu zerstören. Also quasi noch immer die Storyline aus der letzten Woche auch. Genau. Aus der letzten Woche. Jetzt kommt's so langsam. Alles klar, ich bin wieder drin. Ja, das Problem ist, Luki, ich will dich damit nicht verärgern. Ich weiß, du bist Mandy Rose-Fan, aber ich fand dieses Match ultra langweilig. Also, das war mittags, wo ich mir das angeguckt habe, dieses Match, und ich wäre fast dabei wieder eingeschlafen, und obwohl ich schon 3 Stunden wach war. Ich sag mal deinen Lieblingssatz jetzt, da passt vielleicht einfach nicht die Chemie. Stimmt. Aber ich fand's auch mager. Man hätte ja den Finish noch zeigen können, aber so nach dem Ringpfosten, nee, fand ich nicht gut. Ja, danach hat im Backstage-Bereich Rey Mysterio eine kleine Promo gehalten, indem er über seinen Sieg im Royal Rumble Match von 2006 gesprochen hat. Und bewusst und plant, den Triumph am Sonntag zu wiederholen. Aber an diesem Abend ging es jedoch um Respekt, was dann zu dem Punkt, den wir später noch kommen werden. Ja, Rey Mysterio 2006, das war eine Leistung, die für mich ikonisch ist. Also dieses legendär, diese Leistung, die er da geliefert hat. Es war ein super Rumble mit einem super verdienten Sieger. Und ich wünsche mir auch, dass mehr passiert mit Rey Mysterio. Ich wollte schon gerade fast Randy Orton sagen, schlagt mich bitte dafür. Aber ich glaube, allzu viel wird nicht passieren. Aber vielleicht bleibt er ja mal wieder 50 Minuten oder so im Ring, wäre ihm vielleicht zu wünschen. Ja, ich bin echt mal gespannt, wer überhaupt in diesem Rumble am längsten verweilen wird. Bei dem 50-Mann-Rumble war es ja, glaube ich, Rey Mysterio. Nein, da war es Daniel Bryan. Ach ja, Daniel Bryan, der über eine Stunde. Er war ja schon Nummer 1, glaube ich. Ist das eigentlich jetzt mal ab vom Podcast, haben wir das eigentlich in unser Tippspiel integriert? Kleiner Hinweis an alle, die zuhören, wenn ihr Bock habt, noch mehr Wrestling abzukriegen. Ich verlinke euch in den Shownotes den Link zu unserem Discord-Server, wo wir uns drauf bewegen. Da sind nur so Bekloppte wie wir. Ja, stimmt. Also wir sind ja, wie ihr bemerkt habt, nicht ganz normal alle miteinander. Wir sind positiv verrückt und da sind noch mehr positiv Verrückte. Also wenn ihr auch positiv verrückt seid, wäre das vielleicht was für euch. Gut, müssen wir uns merken, dass wir das in das nächste Rumble-Tippspiel mit einbauen. Aber genau, hätte vielleicht eine gute Bonusfrage sein können, wer am längsten im Rumble-Match stehen will. Richtig. Aber jetzt zurück zu dieser Promo. Also aus meiner Sicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie nicht so richtig gebraucht, weil sie aus meiner Sicht einen relativ stark funktionierenden Rey Mysterio ein ganz kleines Stück zurückwirft. Weil für mich wirkte das so ein bisschen, ja, wir hängen der Vergangenheit nach und wir wissen alle, Rey Mysterio war weg, jetzt ist er wieder da, jetzt fängt er wieder an, in der Vergangenheit rumzurühren. Hätte meines Erachtens nicht sein. Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Match des Abends bei SmackDown. Da hat Cesaro ein Match gegen Sheamus bestritten, hat auch dieses nach 9 Minuten durch den Neutralizer gewonnen. Zuvor hatte Sheamus in das Match eingegriffen und auch Shane McMahon vorher ausgeschaltet, Shane nicht eingreifen konnte in dieses Match. Ja, ich fand, es war ein ziemliches normales Match, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es war nicht schlecht, es war nicht fantastisch. Also man konnte es sich geben. Okay, am Ende wurden die Faces von den Heels zerstört. Ja,
kann man so machen. So, es wurden jetzt ein paar Wochen hintereinander mal die Faces und mal die Heels stark dargestellt. Vor allen Dingen finde ich einfach, weil du gerade sagst, es war nichts Besonderes. Für mich war es aber genauso, wie man es braucht. Weißt du warum? Wir haben dieses Titelmatch jetzt beim Rumble und ich glaube, dass man ein sehr, ja, neutrales und fast schon langweiliges Zwischenmatch einfach reingeschoben hat, um nochmal klarzumachen, wie der Standpunkt ist. Ich würde aber darauf wetten, dass wir heute Abend beim Rumble eine Steigerung von gut 100% sehen. Das wird heute Abend richtig abgehen, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass dieses Match ziemlich gut werden kann. Okay, man sagt immer, Shane ist nicht so gut im Ring und so, natürlich. Aber er hat schon gezeigt, dass er in guten Matches seine Sache machen kann und auch nicht schlecht dabei ist. Also kann dieses Match echt gut werden. Ich hoffe es. Ich habe Lust drauf. Und genau das ist der Punkt. Du hast jetzt, obwohl du es schon zweimal gesehen hast, Bock drauf. Und dafür war dieses Match gedacht. Und das finde ich sau stark gemacht. Ganz einfache Kiste. Ich möchte auf jeden Fall zu. Ja, ich auch. Ja, dann kommen wir zu einer Backstage-Szene, in dem Mustafa Ali eine Promo über die letztwöchige Attacke von Samoa Joe und ihr heutiges Match gesprochen hat, in dem er meinte, dass er die Wahrheit in Joes Augen erkennen könne. Joe solle seinerseits in die Augen von Ali blicken. Denn dann wird auch Joe erkennen, dass Ali der vollen Überzeugung ist, Joe besiegen zu können. Was ist denn da eure Meinung zu dem Satz von Ali? Bei Szenarien. Möglichkeit 1 ist, das, was wir eben bei Raw schon angedeutet haben. Man baut einen mächtig wirkenden Samoa Joe auf, um ihn dann nach dem Match wieder aus dem Ring kratzen zu können, weil man Ali aufbaut. Oder man nutzt Ali jetzt wieder für die erste Runde Aufbau von Samoa Joe, damit Samoa dann in 3 bis 4 Wochen von mir aus bei Elimination Chamber dasselbe dramatische Ende erlebt wie jedes Mal, wenn es um Joe geht. Nämlich, wir kratzen ihn nach dem Pay-Per-View aus dem Ring. Was ich leider nicht verstehen kann, weil ein Samoa Joe so darzustellen, ist einfach ein riesengroßer Fehler. Und ich bin sogar der Meinung, dass wenn er nicht langsam den Titel gewinnt, dass er auch abhauen wird. Ja, ich kann das so wenig sagen. Ich will das so wenig sagen. Ihr wisst, neutral. Ihr wisst, ich finde Joe gut. Er hätte es verdient, aber es ist jedes Mal das Gleiche, wenn man ihn aufbaut. Danach kratzt man ihn wieder aus dem Ring, weil irgendjemand dann anders aufgebaut wird und Joe wieder fallen gelassen wird. Also entweder er geht, dass er dann in den Indies wieder sein Ding macht, oder er bleibt und vielleicht kriegt er irgendwann mal einen Titel, man weiß es nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir jetzt mal zum nächsten. Mir fällt noch ein drittes Szenario ein und das wäre tatsächlich ein Pro-Joe-Szenario und da wäre ich voll für tatsächlich. Ich muss sagen, Samoa Joe war jemand, als er kam, fand ich ihn saugut, weil da durfte er noch das, was er verkörpert, auch darstellen tatsächlich. Er hatte eine große Klappe. Aber er hat auch abgeliefert. Zwischenzeitlich ging er mir hart auf den Sack. Aber das liegt genau daran, dass er die große Klappe hatte und nicht geliefert hat. Ich weiß, er kann nichts dafür, aber es ist so. Aber vielleicht sehen wir auch einfach beim Rumble, Brian behält den Titel und dann baut man darum von mir aus nochmal eine Fehde zwischen Brian und Samoa auf. Für alles zu haben, ich bin gespannt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Szene, in dem Vince Backstage begutachtet hat, wie sein Sohn Shane und Miss von der medizinischen Abteilung behandelt. Anschließend hat er sich auf den Weg in den Ring gemacht, lässt aber die Sache von The Bar unkommentiert. Stattdessen hat er AJ Styles und Daniel Bryan herausgerufen. Bryan hat sich allerdings geweigert, in den Ring zusammen mit Styles zu steigen. Er hat ihn als Psychopath bezeichnet, weshalb es ihm geradezu peinlich ist, mit ihm im Ring zu stehen. Darüber hinaus könne er niemals Styles den Titel gewinnen lassen. Ja, ist alles ziemlich gut aufgebaut, aber ich bin kein großer Fan davon, wie man es weitermacht. Finde einfach, man hätte es auf sich beruhen lassen sollen, dass Styles seine Matches gegen Bryan verloren hat, dann jemand anders gegen Bryan stellt. Aber so haben wir jetzt wieder Styles gegen Bryan und Bryan ist der Psychopath und sagt, Styles wäre der Psychopath. Ja, das ist wie das Typische, was man so kennt. Michi, an der Stelle würde ich gerne tatsächlich kurz das Weiterführen übernehmen, weil ich würde an der Stelle gerne zwei Sachen einfach A, vorgreifen und B, zusammenführen,
weil ich glaube, alles, was mit den New Day zu tun hatte in der Folge, lässt sich in einem Satz abarbeiten. Wir hatten ein Segment, in dem auch die New Day mal wieder ihre Teilnahme am Rumble bestätigt. Yay, wieder noch Namen, die schon bekannt sind. Gleich drei Stück. Wie soll es auch anders sein? Gleich drei Stück an der Zahl, warum auch immer. Und dann hatten wir tatsächlich noch ein Segment, was, glaube wir offiziell gar nicht gesehen haben, dass die New Day genutzt wurden für ein Mini-Meet-and-Greet von Kinderfans. Funktioniert meines Erachtens auch nur mit The New Day. Ich stelle mir gerade ernsthaft vor, du machst dein Meet-and-Greet mit so jemandem wie Samoa Joe. Ich krieg dezenten Lachkrampf, weil ich mir vorstelle, dass die Kinder vor ihm stehen und Angst haben, dass er sie auffrisst. Ich wollte es gerade sagen, so ein Kinder-Meet-and-Greet mit Samoa Joe, das wäre bestimmt super. Ich glaube, die hätten alle Angst vor Samoa Joe. Ja, und ja, dann gab's eigentlich auch nur noch was hinten runtergefallen ist. Eine kurze Ansage von The Bar an The Miz und eben Shane, nachdem sie gewonnen hatten. Von daher auch nichts Weltbewegendes. Aber dann kamen wir wieder zu einem Kandidaten, Alter, für Match of the Everytime. Diese Matches zwischen Andrade und verdammt nochmal Rey Mysterio, wer hat die bitte geschrieben? Naja, davor kam noch das Match von Samoa Joe und Mustafa Ali. Das hatten wir doch schon. Ne, diese Backstage-Szene hatten wir von Ali. Ja, um das Match kurz abzuschließen, Mustafa Ali hat nach einem Kokina-Clutch verloren. Ziemlich solides Match. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber ich denke, der richtige Schritt für Samoa Joe, um später vielleicht einen Push zu halten. Bitte, bitte, genau. Bitte. Dann entschuldigt, wenn ich euch ein bisschen abgewürgt habe und auch für die Zuschauer, wenn ich da was ausgelassen habe. Ich dachte, wir hätten das mit diesem Backstage-Segment zusammen verwurstet. Aber gut, dann kommen wir jetzt wirklich zum Match von Andrade und Rey Mysterio. Wieder ein Weltklasse-Match. Alter, ich weiß nicht, ob Triple H seine Writer einfach mal an Vince weitergegeben hat für die Match. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die normalen WWE-Writer kriegen das nicht auf die Kette. Irgendwer muss dafür verantwortlich sein. Ich will wissen, wer. Ja, ich würde auch gern wissen, wer. Denn ich glaube nicht, dass Road Dogg oder Michael Pierce Hayes und so Matches booken können. Das wage ich schwer zu bezweifeln. Im Endeffekt war es wirklich wieder absolute Weltklasse, was die beiden im Ring gezeigt haben. Rey Mysterio ist, wie alt ist er jetzt? 42 oder so? Er ist so effektiv im Ring und immer noch so innovativ. Das ist unglaublich, wie er da das eine Mal vom Springboard und dann nach draußen gesprungen ist. Und da super. Oder der Slide, wie er sonst macht, unters Ringseil herslidet gegen den liegenden Gegner und daraus eine Sunset-Flip Powerbomb gebracht hat gegen die Ringabsperrung. War fantastisch. Und dann diese Sit-Out-Powerbomb von Andrade vom allerobersten Seil. Hey, allererste Sahne. Holy shit. Das geht ja schon damit los. Wann haben wir zuletzt in einer normalen Wochenshow ein 2 out of 3 falls Match gesehen? Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Nee, ich auch nicht. Ist auf jeden Fall etwas länger her. War super gemacht. Und wir haben zum dritten Mal den Canadian Destroyer gesehen von Rey Mysterio. Also diesen Flip-Pile-Driver. Da habe ich letztens schon gesagt, ich frage mich echt, aus wie vielen Lagen man den eigentlich zeigen kann. Das ist echt ein Alter. Meine Frage ist ähnlich. Also meine Frage ist nicht, aus wie vielen Lagen kann man ihn zeigen, sondern aus wie vielen Lagen kann Rey Mysterio ihn zeigen. Das kann ich dir sagen. Gib dem Ring noch ein viertes und ein fünftes Seil und es funktioniert trotzdem. Ja, ich glaube, da reichen schon die drei. Also ultimativ war super. Am Ende kam Samoa Joe rein, hat das Match dann unterbrochen. Was natürlich sehr schade ist, so ein gutes Match so auf einmal zu zerstören. Ja, es war ein bisschen schade, dass dieses Match dann unterbrochen war, aber im Endeffekt war das Match super. Dann hat Samoa Joe die zerstört, okay. Fand ich auch noch gut. So baut man Samoa Joe wieder etwas auf und dann habe ich geflucht. Dann kam Randy Orton mit einem RKO. Ja, dann kam Wendy Boring raus
mit einem RKO. Okay, der RKO war wieder wunderschön, aber ich will ihn nicht mehr sehen. Und bitte lass ihn nicht wieder mit den Großen bei SmackDown mitspielen. Lass ihn beim Rumble sein, von mir aus. Lass ihn vielleicht einen eliminieren, irgendwie so einen Jobber oder so. Und dass er dann raus ist, es ist mir egal. Helft mir kurz auf die Sprünge. Wir sind wieder beim Thema altes Hirn und so. Ja. Aber haben wir das Match nicht grundsätzlich auch beim Rumble wieder bestätigt? Also nein, das leider nicht. Dachte, wir hätten das nochmal bestätigt gehabt, weil dann hätte ich es gar nicht schlecht gefunden, wenn sie das Match unterbrochen haben. Weil man dann natürlich sagen kann, sie heben sich noch mehr Leistung für das folgende Match auf, aber wenn es das nicht gibt. Finde ich natürlich auch schade, dass sie das nicht auf die Match-Card vom Rumble mit drauf gemacht haben. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das so ein bisschen weitergeht jetzt, mal mit einem Tag-Team-Match und so, und dass sie dann vielleicht bei WrestleMania wieder gegeneinander gehen. Das würde ich feiern. Oder die machen so, dass es kurzfristig noch beim Rumble-Tag auf die Match-Card setzen. Mein Booking-Hirn hat wieder zugeschlagen. Einer von beiden gewinnt den US-Titel. Wäre egal. Und dann reißen die bei WrestleMania um den Titel die Hütte ab. Ja, bitte. Und dann am Ende machen sie dieses Stable, wo sie schon gerüstet wird mit Sin Cara. Klar, natürlich. Man kann ja dann sagen, okay, wir haben uns jetzt vor dem Rumble kennengelernt. In zwei oder bis dahin vielleicht sogar drei unheimlich fette Matches. Dann geht es wirklich um den Titel und dann zollt man sich einfach untereinander mega Respekt, sagt, okay, das könnte vielleicht sogar zusammen noch besser funktionieren und schon hast du den Stable-Aufbau. Ja, das könnte man so bringen und da habe ich jetzt auch eine kleine Frage. Natürlich ist sie nicht ernst gemeint, aber Daniel, wann fängst du eigentlich im Creative-Team von der WWE an? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da könnten einige von uns arbeiten. So gute Ideen, wie wir manchmal haben. Hier könnte unsere Werbung stehen. Zu dem Stable-Aufbau vielleicht noch, das könnte man in der Hinsicht bringen, da man ja schon gesagt hat, dass Andrade ja Rey Mysterio als sein Idol sieht. Eben. Ja. Und dann hast du dieses Titelmatch zwischen dem Fan und dem Idol und dann hast du diesen Moment des Respekts. Ja, und dann muss man sich nur noch überlegen, wie kriegst du Sin Cara da rein? Das kann man sogar ganz einfach noch vor WrestleMania machen, indem man jetzt mal Andrade gegen Sin Cara kämpfen lässt und Rey gegen Sin Cara kämpfen lässt. Können auch immer gute Matches werden, denn auch Sin Cara kann ja was im Ring. Und so, dass beide so ein bisschen Respekt für Sin Cara kriegen und auch Sin Cara, die lernt zu respektieren. Und dann kommt der ganze Knall dann am Ende bei WrestleMania nach diesem ultra krassen Match zwischen Andrade und Mysterio wieder. Und dann kann man das gut aufbauen. Nein, Verbesserungsvorschlag von mir. Wir nehmen das, was wir bis hierhin aufgebaut haben und haben ja einen im Moment für die WWE relativ unwichtigen Sin Cara. So, dann machen wir das, wie du gesagt hast. Du lässt beide gegeneinander, also alle dreimal gegeneinander antreten, unter dem Gesichtspunkt, dass gerade Andrade, ich so denke, sag mal, was willst du, kleines, unwichtiges Licht eigentlich hier? So nach dem Motto, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf dich. Und dann bringen wir den Standard-WWE-Move an dieser Stelle. Wir zwingen die drei irgendwann in ein Triple Threat Tag Team Match. Da kommt dann der Zusammenschluss. Da macht es dann Klick bei Andrade, so dass er merkt, die beiden sind ja echt nicht schlecht und sind sogar nett, wie wir es zusammen machen. Vor allem würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, weil die ja auch einen großen Babyface-Push für Andrade geplant haben. Ja. Ich stelle offiziell einen Podcast-Antrag. Wir müssen eine Sonderkategorie einführen. Was würden wir besser machen? Und das dann alles der WWE schicken. Das sehe ich auch so. Ja, vor allen Dingen kann man dann tatsächlich die Zuhörer mit einbeziehen. Die können uns ja ihre Ideen schicken und dann können wir die diskutieren und auch noch verbessern und schleifen. Ja, wenn man Zeit dafür hat, kann man das machen. Gut, Zeit ist so ein Problem, das haben wir tatsächlich. Aber ich habe jetzt gelernt, weil sich ja gewisse Hörer auch beschwert haben, der Podcast wäre so lang. Es ist tatsächlich in der Podcast-Szene so, dass wenn du dir vornimmst, du nimmst einen Podcast auf, der eine Stunde gehen soll, dann kannst du die Zeit im Schnitt verdoppeln oder sogar verdreifachen. Das ist bei allen so. Das ist nicht nur bei uns. Aber ich glaube, dann haben wir doch SmackDown relativ schnell abgearbeitet.
Was ich dazu noch kurz sagen will, finde ich irgendwie seltsam. Was war denn so von den allgemeinen Matchlänge heute mit, also in der Smackdown-Folge los? Das waren 4 Matches. Sind es nicht standardmäßig immer 4 Matches? Während bei Raw waren es 8. Ja, aber Raw ist, geht auch 2 Stunden. Ne, 3 Stunden sogar. 3 Stunden. Das musst du auch bedenken. Ja, aber noch. Es waren bei Smackdown ein paar sehr kurze Matches und aber das war auch schon bei Raw so. Also es war generell in dieser Woche so eine Krankheit mit sehr kurzen Matches, eher schon Jobber-Matches. Ja, wobei vielleicht keine Krankheit. Könnte natürlich sein, dass das auch eine gewisse Sicherheitsmaßnahme ist, damit die Leute nicht vorm Rumble noch alle kaputt gehen. Das wäre so meine Überlegung. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Wir können leider keine Matches dazu dichten, die Shows rum. Meine Bewerbung an die WWE geht morgen raus. Ja, meine auch. So, jetzt übergebe ich wieder an mich. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Teil von unserem Podcast, zu NXT. Da hat sich am Anfang der Show Velveteen Dream auf den Weg in den Ring gemacht. Im Ring angekommen, erklärt er, dass er ein Glitzern in den Augen hat, das ihn zu etwas Besonderem macht. Dieses Glitzern steht für Titelgold, genauer gesagt für die NXT North American Championship. Und dann möchte er fortfahren, wird dann aber allerdings von der Undisputed Era unterbrochen. Ja, es war eine ziemlich gute Promo von Velveteen Dream, der am Mic doch sehr, sehr gut ist. Und dann kamen halt Bobby Fish und Adam Cole. Adam Cole ist am Mic generell fantastisch. Es war eine Promo, die mir gefallen hat, auch vom Thema her. War wieder typisch NXT. War super gemacht. Vor allem hat ja Adam Cole in diesem Wort mit NXT North American Championship auch noch ein Wort mitzureden. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Adam Cole in naher Zukunft dann auch wieder in dieses Titelgeschehen mit eingebunden wird. Ja, ich weiß nicht. Ich würde ihn lieber im Main Event sehen. Wenn nicht heute Abend schon. Vielleicht wird ja auch Bobby Fish um den North American Championship eingebunden und Adam Cole für den NXT Champion Titel. Da würde ich dann lieber Fish und hier O'Reilly im Tag Team sehen. Ja, richtig. Und Strong dann um den North American Titel. Roddy dann ja, richtig. Genau, und Cole dann im NXT Titel Match. Ja, ich finde auch, dass Roderick Strong nicht so wirklich in das Tag Team reinpasst, dass der. Nein, darum geht's. Ich finde einfach, dass Kyle O'Reilly und Bobby Fish zusammen eine bessere Chemie im Ring haben als er und Roddy. Das stimmt, aber auch Roderick Strong macht seine Sache verdammt gut. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, es ist jetzt wieder fast ein Jahr her, dass der North American Titel rausgekommen ist, nämlich vor WrestleMania 34. Jetzt sind wir schon beim Royal Rumble. Ein paar Monate später, 2,5 Monate später, ist WrestleMania 35 und davor wird es ja auch wieder ein Takeover-Special geben. Kann ich mir vorstellen, dass man dann auch wieder ein Mehrmann-Match machen wird um den North American-Titel. Vielleicht auch wieder ein Leiter-Match, man wird sehen. Ich würde es auf jeden Fall feiern, dass man wieder ein paar mehr Leute dann da hat. Man hat Ricochet bzw. Gargano, je nachdem, wer jetzt nach NXT Takeover den Titel hat. Dann hast du Adam Cole, der vielleicht dazukommen kann. Und auch Velveteen Dream. Also da kann man viel draus machen. Ja, vielleicht sieht man ja heute Abend dann auch schon, dass vielleicht ein Bobby Fish an der Seite von Kyle O'Reilly die Titel verteidigt. Anstelle von Roderick Strong. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass jetzt endlich mal eine kleine Pause für die Tag Teams sind und dann auch andere den Titel halten. Also ja, man kann ja jetzt für die Era ja anders pushen, indem man ihnen zum Beispiel bei WrestleMania den Haupttitel gibt, aber jetzt sollen andere Technics mal ihr Spotlight bekommen. Ja, die War Raiders hätten es jetzt verdient, die Titel zu bekommen, aber ich finde, wir reden jetzt schon wieder ziemlich lange über diese doch ziemlich kleine Promo. Was war denn das erste Match? Das war Davor kam noch eine Promo und zwar Shayna Baszler und Bianca Belair. Ja, was soll ich dazu sagen? Da fehlen mir eigentlich gar keine Worte dazu ein. Ich fand die Promo gar nicht schlecht, muss ich sagen. So sehr ich beide jetzt nicht vom Gimmick her und vom In-Ring-Style mag, so gut war die Promo dann damit. Ja. Aber ich finde auch, dass man darüber nicht so viele Worte verlieren sollte. Es war eine Standard-Promo. Shayna Baszler sagt, sie würde ja die Undefeated-Streak von Bianca Belair beenden. Bianca Belair sagt, sie wird ihre Undefeated-Streak fortsetzen. Das wird man dann heute Abend sehen, beziehungsweise heute Nacht. Und ja. Ja, und dann kam das Match von Oney Lorcan und Danny Burch
gegen die Europäische Union, wie sie genannt werden, Marcel Bartel und Fabian Aichner. Und schon fängt Malu heimlich wieder an zu schwitzen. Nee, ich fange nicht an zu schwitzen. Ich fand es einfach gut, dass die jetzt wieder gezeigt werden. Denn für die, die es nicht wissen, Marcel Bartel kommt aus Deutschland, Fabian Aichner kommt aus Südtirol, sind also beides deutschsprachige Wrestler, beides verdammt gute Wrestler, die so auch gut eingesetzt wurden. Es ist ein Match, wo alle gezeigt haben, was sie können, vor allen Dingen auch die beiden. Dann diese ultimative Sprungaktion von Fabian Aichner. Ich habe immer, wenn ich an diese Aktion denke, diesen Springboard Spinning Frog Splash oder was das war nach draußen, denke ich immer an Holy Shit. Ja, und am Ende haben sie dann verloren. Aber ich glaube, es war ein Einroller. Ja, das war ein Einroller. Ja, ein Einroller von Oney Lorcan und Danny Burch. Wer hat den Einroller gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Oney Lorcan. Oney Lorcan. Ja, kann man so auf jeden Fall machen. Man hat die beiden Heels nicht schwach dargestellt, sondern ziemlich stark. Und ich glaube, da kommt noch was auf jeden Fall. Da muss noch was kommen, ja. Zwei Sachen. Eine Out of NXT. Wieso hatte ich gerade, während Malu geredet hat, die ganze Zeit so ein Bild im Kopf von so einem Japano-Anime-Gesicht, wenn die Augen anfangen zu funkeln? Ich hatte sogar dieses Geräusch im Ohr, während er so am Erzählen war, weil die Augen werden immer größer, sie fangen an zu leuchten. Malu voll glücklich. Egal, wäre schon wieder böse. Das Zweite, hier hat Luki wieder seine Fähigkeiten bewiesen. Das Match hat angefangen, ich erinnere mich noch dran, am Mittwoch. Der Ringansager fängt an zu erzählen und Luki sagt, die verlieren das. Malu sagt, nein, die verlieren das nicht. Luki sagt, ich predikte das jetzt, die verlieren das. Wir kennen alle das Ende. Ich bin King of Calling. Ich habe schon immer gesagt und ich werde es auch immer beweisen. Alter, warum spielen wir zwei dann nicht mal Lotto? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wenn ich da wahrscheinlich wieder verkacken werde. Ja, Ach was, du callst die richtigen Zahlen voraus. Ja, klar. Also es war ja wirklich so. Ich wollte nicht, dass sie verlieren. Ja, ich wollte auch nicht. Verlieren. Im Endeffekt hatte er recht, aber man hat sie ja trotzdem stark darstellen lassen. Also ja, kommt wahrscheinlich noch was. Also auf jeden Fall eher. Aber meine Calling-Künste habe ich auch später nochmal zu Beweis gestellt. Das stimmt. Der Einroller war Malus krampfhafter Versuch, das Ganze noch schön zu reden. Die haben verloren. Finde dich damit ab. Ja. Man muss den Leuten auch mal was zu lachen geben, Mann. Ja. Ja. Ja, danach wurde ein kleiner Einspieler zu dem NXT-Titelmatch zwischen Ciampa und Black eingeblendet, bevor das zweite Match des Abends stattgefunden hat. Auch hier wieder ein Tag Team Match zwischen Io Shirai und Kairi Sane gegen Ember Nova und Tanea Brooks. Keine Ahnung, wer diese zwei Leute sind. Kenne ich jetzt nicht, habe ich noch nicht bei NXT gesehen. Da kann Malu wieder ein Gedicht von schreiben, wer das sind. Nee, also eine davon kenne ich. Also die aussah, als wenn sie magersüchtig wäre, die kenne ich nicht. Das muss ich zu meinem Bedauern, ich wollte schon von der Bedauer sagen, nein, jetzt, egal, nicht anfangen zu lachen, es ist alles gut. Muss ich echt mal sagen, ich kenne sie nicht, war auch nichts Besonderes von ihr. Auch die andere durfte wenig zeigen, aber die habe ich schon im Indie-Bereich mal kämpfen sehen. Eigentlich kann die ein bisschen was im Ring, die ist echt nicht schlecht. Aber Kairi Sane und Io Shirai hier durften zeigen, was sie konnten, haben abgerissen. Squash-Match, ganz normal, kann man so machen. Man hat die beiden stark darstellen lassen. Ich fand's gut. Ja, definitiv. Am Ende hat halt dann Io Shirai gewonnen mit Kairi Sane. Und ja. Viel mehr kann man da auch nicht zu sagen. Das war mal schnell abgefertigt, aber auf eine doch interessant zu sehen, zum Zugucken interessante Weise. Ganz einfach. 2-3 Minuten war die Sache erledigt. Dann ging's ja dann im Backstage weiter, wo die zwei Japanerinnen dann in einem Interview erklärten, dass dies nur der Anfang war und sie die Women's Division bei NXT übernehmen werden und dass sie niemand schlagen werden kann. Bis dann Jessamyn Duke und Marina Shafir kamen. Wo ich mich noch genau dran erinnern kann, dass du bei Jessamyn Duke gesagt hast, wer ist das denn? Nein, ich habe gesagt, ich kann den nicht auseinanderhalten. Zumindest weiß ich nicht, wer von wem jetzt Jessamyn Duke ist. Oder wer die Große ist. Ich kann den nicht auseinanderhalten. Original O-Ton deinerseits. Wer ist denn das lange, dürre Ding da? Ja.
Naja, dieses Match wurde ja dann auch angekündigt für die nächste NXT-Ausgabe. Ja, wenn man es richtig macht, wird das dann wieder ein nicht allzu schlechtes Match, was dann auch Kairi Sane und Io Shirai dann hoffentlich wieder gewinnen werden. Hoffentlich, ja. Danach kam dann Velvet Dream gegen Bobby Fish, wo ja schon in der Promo am Anfang angekündigt wurde. Dass am Ende Velvet Dream durch diesen Top-Drop, Elbow-Drop, für sich entscheiden konnte. Ja, durch den Purple Rainmaker. Auf jeden Fall, das Match war nicht großartig was Besonderes, aber es war wieder ein ziemlich hoher Standard, wie es bei NXT eigentlich immer so ist. Also ich fand es wieder nicht schlecht. War im Endeffekt eine relativ gute Ausgabe. Was ich am Ende auch schade finde, dass man Velvet Dream tatsächlich nicht auf der Card hat. Das ist wieder ein potenzielles Match of the Night, was flöten geht. Aber da gibt's ja noch andere Kandidaten für. Ja, aber da gibt's noch vier andere Kandidaten. Also ich denke mal, dass das Match of the Night entweder Ricochet gegen Gargano oder das Ciampa gegen Black werden. Unterschätzt mal das Tag Team Match nicht. Genau. War Raiders gegen Undisputed Ever kann auch fantastisch werden. Das kann echt fantastisch werden. Und unterschätzt mir auch den Matt Riddle nicht. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, das Match wird wieder relativ schnell vorbei sein. Vielleicht greift er auch da dann noch Keith Lee ein, aber das sind wieder Spekulationen. Ja. Ja, das war es eigentlich schon alles an Matches, was es bei NXT gab. Für die kommende Woche wurde dann noch ein Tag Team Match zwischen den Street Profits und den Forgotten Sons angekündigt. Und natürlich dieses Women's Tag Team Match, wo wir schon angesprochen haben. Ja, also dieses Tag Team Match zwischen den Street Profits und den Forgotten Sons kann auch richtig interessant werden. Oh ja. Ja, und dann gab es ja noch eine Promo bei NXT. Zwischen Ricochet und Gargano. Genau, Ricochet und Gargano. War von der Promo her super. Und dann kam noch Tommaso Ciampa raus. Und man hat wieder dieses DIY-Reunion geteased. Ob das am Ende funktioniert, weiß man nicht, aber man wird sehen. Ja, und die beiden waren kurz davor, sich die Hand zu geben oder sonst was. Und dann kam Candice Wrestling raus und hat ihren Mann davon abgehalten. Was Lukas natürlich wieder vorher gecallt hat, dass da noch eine Candice LeRae erscheinen wird. Stimmt, das hat er gecallt. Und es ist auch Tatsache, Super City hat dann letztendlich Johnny Gargano davon abgehalten, das Geile an Ciampa die Hand zu geben. Das Geile an dieser Szene hier im Discord, das muss ich euch kurz nochmal erzählen. Das war ja wirklich ganz kurz vor Ende von NXT. Das Match, warum? Du hattest diesen sekundenlangen Staredown von Gargano und Ciampa, dann taucht Candice auf mit irgendwann und dazwischen, zwischen diesem Auftauchen, diesem Staredown, du hattest immer das Gefühl, jetzt wird gleich einfach ausgeblendet und die Show ist rum. Malu sitzt hier, nein, die kommt nicht, das ist jetzt zu Ende. Doch, die kommt noch, pass auf, die kommt, die muss kommen. Nein, die kommt nicht, das ist doch zu Ende, da passiert doch nichts mehr. Tada! Wir kennen ja, und dann, alle das Ergebnis. Ja, und dann kam sie und Luki hatte wieder recht. Ich sollte mich mal nicht ganz so oft so aus dem Fenster hängen und ihm einfach mal zustimmen, wenn er was callt. Vielleicht habe ich dann auch mal recht. Das wäre mal was, ja. Also ich habe aus dieser Folge NXT definitiv eine Sache für mich persönlich gelernt. Ich wette niemals gegen Luki. Ich werde verlieren. Aber ja, aber in dieser ganzen Geschichte haben wir noch Alistair Black vergessen, der hat sich ja auch noch in diesem Brawl eingemischt. Ja, das habe ich ja gesagt. Alistair Black und Tommaso Ciampa kamen mehr raus, wo es dann zum Brawl gekommen ist, zwischen den vier Leuten. Ja, so kann man diese zwei Matches, einmal um den North American Titel und einmal um den NXT Titel, gut aufbauen. So, und das alles in circa 5 Minuten reingepackt. Kann man so machen. War doch gut anzusehen. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe das nicht vergessen. Ich habe es nur außen vor gelassen, weil ich es einfach aufgrund der Tatsache, dass man wusste, dass es dieses Match ja beim Takeover geben wird, außen vor gelassen, weil es für mich nie interessant war. Also im Sinne von, es führt zu nichts Besonderem mehr, weil du hast das Match ja eh schon. Ja, und mit diesen Bildern war dann NXT dann auch vorbei, nachdem Candice LeRae Johnny Gargano zurückgehalten hat. Ja. Dann wären wir diesmal auch schon wieder am Ende. Auch wenn ich die Antwort kenne, ich würde gerne noch einen Antrag stellen. Und den meine ich jetzt wirklich ernst. Dass wir, wenn wir am Ende sind, tatsächlich noch mal so ein Voting veranstalten. Wobei das eigentlich echt unfair ist, ich weiß das. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass die WWE ja sagt, sie möchte einiges verändern,
könnte man ja tatsächlich dann so eine Art Voting-Veranstaltung veranstalten, Show der Woche. Ja. Da hätte ich, glaube ich, echt Bock drauf. Kann man machen. Ich meine, gut, diese Woche war es ganz, ganz klar NXT. Definitiv, ja. Wollen wir nicht drüber reden. Und das wird in vielen, vielen weiteren Wochen wahrscheinlich auch so sein. Aber wir geben der WWE eine Chance, sonst bräuchten wir nämlich unseren Podcast nicht machen. Ja, sehe ich auch so. Ja, gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, wa? Ja. Die wollen uns doch eh schon wieder nicht hören. Denen ist das doch eh schon wieder zu lang. Ich sehe es kommen. Ja, ich bin dann mal der Erste, der sich verabschiedet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Touren. Gehabt zu haben und ich sage dann einmal tschö. Von meiner Seite auch zwei gute Events, auch wenn das Ganze am Sonntag kommt und da NXT Takeover schon vorbei ist. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch zumindest Royal Rumble gefallen wird. Und von meiner Seite auch ciao. Ja, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen schönen Mittag, Tag, Abend, wann ihr das auch immer seht, hört. Hoffe euch, dass euch der Rumble und auch Takeover gefallen wird. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne was in die Kommentare zum Rumble, zu NXT und natürlich zu dem Voting, was für euch in dieser Woche die bessere Show war. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch. Bis nächste Woche. Ja, meine Verabschiedung wird auch ein bisschen länger, denn ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir durchaus auch auf mehreren Plattformen inzwischen zu hören sind. Nicht mehr nur auf YouTube oder auf Soundcloud, sondern eben auch auf iTunes oder Spotify. Das heißt, ihr könnt uns auch quasi mit durch die Welt tragen auf eurem Handy. Und noch ein kleiner Tipp von einem, ich sag mal, Podcast-Hörprofi. Diesen Podcast würde ich hören, während ihr irgendwas anderes nebenbei macht. Von mir aus beim Wohnung putzen, beim Zocken, beim Hausaufgaben machen vielleicht nicht gerade, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt doch gerne zum Beispiel bei iTunes eine Rezension rein, denn das würde uns unheimlich weiterhelfen. Und dann will ich jetzt den Zeitpunkt nutzen, um mich zu verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut, tschüss und auf Wiedergehören.